Vorstellung. Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich danke auch den Vertretern des Lit-Verlages, die heute hier präsent sind, um Exemplare des Buches hier auch loszuwerden. Das Wetter ist stürmisch, grau, regnerisch, mit Aussicht auf Gewitter, Blitz und Hagel. Und das umschreibt ganz gut die Situation, was Iran, Israel und die Auseinandersetzung um das Atomprogramm angeht. Einige von Ihnen haben vielleicht das mitbekommen, dass gestern die letzten Verhandlungen, auf die man sehr viel Wert gelegt hatte, wo große Hoffnung sich daran geknüpft hatten, dass die letzten Verhandlungen der 5 Vetomächte des Sicherheitsrates in Deutschland mit Iran in Moskau gescheitert sind, hätte Israel in den letzten Tagen ein bisschen damit gedroht, Iran gegebenenfalls anzugreifen, wäre bestimmt dieser Verhandlungsrunde in den Medien stärker berücksichtigt worden. Israel hat darauf verzichtet, also blieb es eine kleine Randnotiz in den Zeitungen, aber es war ungeheuer wichtig. Es gab große Hoffnungen, gerade auch der westlichen beteiligten Mächte, dass man jetzt durch die Sanktionen gegen Iran das Land so weit unter Druck gesetzt habe, dass es sich genötigt sehe, nicht nur an den Verhandlungen konstruktiv teilzunehmen, sondern auch Zugeständnisse zu machen und das Atomprogramm einzuschränken. Man traf sich erst in Istanbul im April. Es kam eigentlich inhaltlich überhaupt nichts bei heraus, aber die Atmosphäre soll ganz toll gewesen sein. Es wurde von allen Seiten gelobt. Man kam so weit, dass man einen weiteren Termin festgelegt hatte. Das wurde als Erfolg herausgestellt. Man traf sich dann vor einem Monat in Bagdad. Da gab es eine gewisse Ernüchterung. Man bewegte sich also da eigentlich keinen Schritt weiter, war aber dann wiederum heilfroh, keinen völligen Abbruch dieser Gespräche erleben zu müssen. Es gab am Schluss einen wichtigen Streit zwischen den 5 Vetomächten des Sicherheitsrates in Deutschland darüber, ob man jetzt eine Schlusserklärung machen soll, die alles schönredet, oder ob man eine Schlusserklärung machen soll, die wahrhaftig ist. Man hat sich entschieden für das Schönreden, weil dann eine Chance bestand, die Gespräche weiter fortzusetzen, nämlich in Moskau. Da gab es jetzt am Montag und am Dienstag dieser Woche in einem Moskauer Hotel die letzte Runde dieser Verhandlungen. Der iranische Vertreter, der direkt vom Revolutionsführer Irans sozusagen das Mandat bekam, für ihn zu verhandeln, hat dann in diesem Moskauer Hotel eine PowerPoint-Präsentation gezeigt. Thema Nummer 1 war Bahrain, die Auseinandersetzung dort. Thema Nummer 2 war dann die Situation in Syrien. Thema Nummer 3 war dann die Schandtaten des Westens seit 1968. Und die anderen Vertreter der Großmächte saßen da und wurden zunehmend ungeduldig, weil eben die Sache selber, nämlich das Atomprogramm, praktisch nicht angesprochen worden ist. Es war so, dass eigentlich vorher alle gesagt hatten, weil die Sanktionen so massiv gewirkt haben, muss jetzt der Iran sich auf uns zubewegen. Wenn aber der Iran so auftreten kann, wie das in Moskau geschah, nämlich geradezu lachhaft die anderen Mächte vorführend, muss man die Frage stellen, was für eine Qualität denn dann diese Sanktionen haben im Moment, wenn dieses Auftreten des Irans da möglich war. Es geht weiter. Die Westmächte und Russland und China und auch Deutschland hatten sich vorbereitet auf diese Verhandlungssituation in Moskau, indem sie ein sehr weitreichendes Angebot gemacht hatten. Das, was der UN-Sicherheitsrat eigentlich dem Iran aufbürdet, nämlich die Urananreicherung insgesamt auszusetzen, das wurde jetzt revidiert und es wurde gesagt, ihr könnt das erstmal weitermachen. Was wir haben wollen, ist nur eine Garantie, dass ihr nicht weiter hoch anreichert auf 20%. Das ist eine Urananreicherung, die man für Energiegewinnung überhaupt nicht braucht. Dass ihr damit Schluss macht und dass ihr eine bestimmte unterirdische Anlage, in der das im Moment passiert, diese Hochanreicherung, schließt und die 20% Anreicherung aus der Landesschaft. Wir sorgen dafür, dass ihr dann bestimmte Forschungsreaktoren dennoch ausrüsten könnt mit speziellen Brennelementen. Das war das große Angebot. So weit sind die 5 Mächte in Deutschland bisher nie gegangen, dass sie die Urananreicherung bis 3,5% sozusagen hingenommen hatten. Aber auch hier hat der Iran sich quergestellt.
Er wollte weiter 20% anreichern, diese Anlage, die unterirdische, die auch Israel besonders viel Sorgen macht, nicht schließen und natürlich auch keinen Stoff wieder aus der Hand geben, der dort angereichert worden ist. Warum Iran trotz aller Angebote, trotz des Sanktionsdrucks genau auf diesen Teil seiner Technologie so massiv besteht, ist ja auch eine Aussage über seine eigenen Nuklearambitionen. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass dieser Sommer, dieser Herbst, schlimmer als das Wetter draußen, turbulent werden könnte. Am 1. Juli tritt eine neue Phase von Sanktionen in Kraft. Die Europäer werden von dem Zeitpunkt an kein Öl mehr entgegennehmen aus Iran. Es werden bestimmte Sanktionen, die die iranische Zentralbank betreffen, sehr stark verschärft werden. Iran hatte für diesen Fall angekündigt, die Straße von Hormuz zu schließen. Die Amerikaner haben angekündigt, wenn Iran das machen würde, wäre das ein Kriegsfall für sie. Das heißt, das ist eine Situation, die in den nächsten Tagen, also innerhalb der nächsten 10 Tage schon brenzlig werden kann. Während wir heute uns hier treffen, ist genau zu diesem Zeitpunkt in Washington ein Komitee des Repräsentantenhauses am Tagen, das Armed Service Committee, um über militärische Optionen zur Verhinderung der iranischen Bombe zu beraten. Das machen sie tatsächlich zeitgleich mit unserer Veranstaltung hier. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Israel nach diesen gescheiterten Verhandlungen zu dem Schluss kommt, es reicht. Früher wurde in Dekaden über mögliche israelische Militäraktionen gesprochen, später in Jahresabständen, jetzt dann wurde über Monate geredet. Heute sagt der Vizepremier Israels, Moshe Ayalon, heute gibt es eine tägliche Prüfung. Zitat: Aus unserer Sicht ist die iranische Befähigung, Atomwaffen zu bauen, ein Schwert an unserer Kehle. Das Schwert rückt näher und näher. Unter keinen Umständen wird Israel es zulassen, dass dieses Schwert seine Kehle berührt. Zitat Ende. Wenn sich Israel also benötigt sehen sollte, anzugreifen, was dann? Nun, auch an dieser Frage scheiden sich die Geister. Es gibt die einen, die sagen, Iran ist ein rational agierendes Land, weswegen man auch keine allzu großen Sorgen haben muss, wenn es Atomwaffen hätte. Und es würde also dann, wenn es um Krieg und Frieden geht, rational handeln. Wenn das stimmt, dann wäre klar, was nach einem israelischen Angriff passieren würde, wenn Iran nicht selbstmörderisch handelt, sondern rational, würde es alles tun, um zu verhindern, dass die Amerikaner sich in diesen Krieg mit einschalten. Denn dann hätte Iran überhaupt keine Chance bei all den Waffenburgen, die dort bereits im Persischen Golf schwimmen. Das heißt, wenn sich Iran dann rational verhalten sollte, würde es einen israelischen Angriff möglichst auf einer Ebene beantworten, die Israel trifft, aber nicht die Amerikaner automatisch veranlassen müsste, sich damit zu engagieren, denn das wäre in der Tat irrational, das wäre ziemlich selbstmörderisch, wenn es die Iraner mit den Amerikanern anlegen wollten. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass dieses Land von einer rationalen Führung regiert wird. Ich habe da viel mehr Sorgen, auch natürlich, wenn es um die Frage der möglichen Atombombe geht. Das ist für mich eine der ganz großen Gründe, diese Irrationalität, dass man diese Bombe auf jeden Fall verhindern muss. Das heißt, ich traue Ihnen zu, dass Sie sich auch im Falle eines israelischen Angriffs, nicht eines amerikanischen Angriffs, selbstmörderisch verhalten und sozusagen auf breiter Ebene reagieren. Mit anderen Worten, ich persönlich halte die Warnung vor unerwarteten Eskalationen für berechtigt. Warum? Weil ich mich mit den Spezifika der Ideologie Khomeinis beschäftigt habe. Es ist dort angelegt, ein expansives Moment, ein revolutionäres Moment. Es ist dort angelegt, ein Moment des Suicide-Terrors, das heißt, zu den zentralen Positionen Khomeinis gehörte, dass eben der Märtyrer derjenige ist, den Allah besonders liebt, der also dann im Paradies eine besondere Position bekommen würde.
Und es ist ein zentrales Moment der feministischen Doktrinen zu sagen, eigentlich ist der Märtyrertod nur ein Wechsel der Umgebung. Man kommt vom elenden, furchtbaren, irdischen Leben in das wunderbare, paradiesische Leben. Und aus solchen Gründen heraus bin ich sehr besorgt, was Eskalationen anbelangt, und habe in den letzten Jahren in all meinen Texten und Reden über Iran massiv darauf gedrängt, dass die nicht-militärischen Mittel eingesetzt werden, also Sanktionen, politische Isolierung und so weiter und so fort, damit bloß nicht dieser Fall eintritt eines Krieges, der sozusagen dann dadurch, dass er von iranischer Seite unter diesem Aspekt des Eumenismus geführt wird, zu ganz unerwarteten Konsequenzen führen kann. Die Idee zu diesem Büchlein kam mir zum ersten Mal, als ich das Gefühl hatte, verloren zu haben, dass dieser Kampf um Sanktionen tatsächlich, gerade auch was die deutsche Seite, was die europäische Seite anbelangt, zu inkonsequent betrieben worden ist und sozusagen ein Krieg kaum noch vermeidbar erscheint. Ich habe das in dem Text selber so formuliert: Als das Scheitern der Sanktionspolitik absehbar und das Ende der Hoffnung auf eine friedliche Lösung erkennbar wurde, entschloss ich mich, dieses Buch zu veröffentlichen. Es dokumentiert Aufsätze über die deutsch-iranischen Beziehungen, die ich zwischen 2005 und 2012 für Tageszeitungen wie den Wall Street Journal und die Welt oder für Internetportale schrieb. Aufsätze, die die Mechanismen der Sanktionsblockaden und die Namen der beteiligten Akteure zeitnah und fortlaufend festhalten. Diese Textsammlung zeigt, dass Regierungsbeamte, Banker, Mittelstandsbetriebe, Linke, Grüne und Politikberater getan haben, um Sanktionen gegen Teheran zu unterlaufen und damit die Wahrscheinlichkeit eines Krieges im Nahen Osten somit zu erhöhen. 10 Tage vor Abgabe des Manuskripts ist dann am 4. April das Gedicht von Günter Grass in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Und die Wellen, die es auslöste, die Diskussion, die es auslöste, haben sofort klar gemacht, dass hier noch eine ganz andere Dimension mit ins Spiel kommt. Man hatte das Gefühl, dass sich plötzlich trotz aller Distanzierungen aus politischen Parteien und in vielen Feuilletons eine Stimmung ausbreitet, die doch einen sehr paranoiden Hass auf Israel zu schüren drohte. Ich habe also daraufhin die gesamte umfangreiche Einleitung nochmal neu verfasst und das Buch mit einem Anhang versehen, mit Dokumenten, die für die vor uns liegenden Auseinandersetzungen nützlich sein sollen. Es handelt sich dabei einmal um Auszüge aus dem letzten Bericht der Internationalen Atomenergieagentur, die Passagen, die belegen, dass in Iran an Atomwaffen geforscht wird. Zweitens habe ich mir vom ZDF die Genehmigung geben lassen, Auszüge aus dem furchtbaren Interview zu dokumentieren, die der Herr Kleber, Klaus Kleber, mit Ahmadinejad geführt hatte. Und wenn man sich das genau nochmal nachliest, stellt man fest, dass Ahmadinejad tatsächlich die Stichpunkte, die Stichworte geliefert hatte für das spätere Gedicht von Günter Grass. Ich habe dann dokumentiert eine Erklärung, die ich furchtbar finde, von der Garde der außerparlamentarischen Opposition der 68er. Das war eine Erklärung gegen Sanktionen, hat die Überschrift Friedens- statt Kriegspolitik im Iran-Konflikt und ist unterschrieben von Oskar Negh und sehr vielen bekannten Krippendorf, von sehr vielen bekannten Professoren aus der deutschen akademischen Szene, aber eine Erklärung, die eben einige Tage bevor das Grass-Gedicht erschien, eigentlich dessen wesentliche Inhalte bereits formuliert hatte. Ich habe das dokumentiert, weil ich das für eine Weltentblößung der 68er halte, die man einfach nochmal nachlesen muss. Ich habe dann auch dokumentiert die Erwiderung von Scholars for Peace in the Middle East, unserer Organisation, auf diese Unterschriftensammlung dieser 68er-Professoren, damit sich jeder selbst seine Meinung bilden kann. Beide Positionen sind im Buch enthalten. Ich habe das Gedicht von Günter Grass mit Genehmigung seines Verlages hier in dem Buch dokumentiert und Auszüge aus der Rede der Bundeskanzlerin vor der Knesset, eine Rede, die auch wahrscheinlich in den kommenden Auseinandersetzungen noch eine große Rolle spielen wird.
Das war also dann meine Reaktion, als ich merkte, dass nochmal ganz andere Turbulenzen nach dem Grasgedicht ins Haus stehen. Ich möchte jetzt in meinen kurzen einleitenden Worten, und ich freue mich besonders auf die Diskussion, ich möchte auf drei Aspekte etwas genauer eingehen. Nämlich erstens, logischerweise, ein bisschen genauer auf Iran, zweitens auf Israel, das im Titel jetzt nicht vorkommt, dieser Veranstaltung, aber natürlich auch durch die Grasdebatte ein wichtiges Thema ist, und drittens auf bestimmte Aspekte der deutschen Politik, besonders aber auf die Situation, die sich nach Veröffentlichung des Grasgedichtes hier in Deutschland neu ergeben hat. Sie müssen sich vor Augen halten, Iran ist ein extrem widersprüchliches Land. Auf der einen Seite ein Gottesstaat, auf der anderen Seite das muslimische Land, wo so viel Hass auf diese Religion existiert, wie in keinem anderen muslimischen Land. Es gibt in Iran eine extrem kreative Jugend. Die Filme in Iran sind weltberühmt und die Musikszene Irans ist weltberühmt. Auf der anderen Seite eine totale Zensur. Es gibt auf der einen Seite eine Spitzenforschung, speziell im Bereich der Atomenergie und der Raketenforschung. Und wir haben auf der anderen Seite hier ein Land, bei dem das öffentliche Auspeitschen von Frauen oder Männern, Alten oder Jungen, Regimekritikern und Künstlern selbstverständlich ist. Zum Beispiel die Schauspielerin Marceli Vahsamir, eine bekannte Schauspielerin im Iran, die in einem Film mitgespielt hat, wo sie ganz kurz ohne Schleier auftreten sollte. Nun weiß man, dass es das Gebot gibt, immer den Schleier zu tragen. Was hat Vahsamir gemacht? Sie hat sich ihre Kopfhaut völlig rasieren lassen. Sie ist mit Glatze aufgetreten, weil sie dachte, dadurch diese Zensur und das Gebot erfüllt zu haben. Sie zeigte kein Haar. Doch das Regime ging nicht darauf ein, sondern wegen dieser Filmszene mit Glatze wurde die Schauspielerin zu einem Jahr Haft verurteilt und zu 90 Peitschenhieben. Jetzt weiß ich nicht, was Sie machen würden nach 5 Peitschenhieben. Das ist ja nicht nur eine physische Qual, das ist auch ein psychisches Verbrechen. Aber 90, das ist fast tödlich. Und man muss sich vor Augen halten, nur als Beispiel, was wäre in Deutschland los, wenn ein Hundebesitzer seinen Golden Retriever an den Pfoten und an den Hinterbeinen fesseln würde und dann zu Tode peitschen würde? Und das würde in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber dies passiert mit dieser Jugend, mit diesen Menschen im Iran. Ein anderes Beispiel ist Sharina Shafi. Das ist ein Musiker und ein Dichter, der einen Vers geschrieben hat, der den Mullahs nicht gefiel. Er wurde verurteilt für diesen einen Vers zu 3 Jahren Gefängnis und 100 Peitschenhieben. Und natürlich, er würde heute nicht mehr singen. Nach 100 Peitschenhieben ist man auch psychisch gebrochen. Er würde nicht mehr sehen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, rechtzeitig aus dem Land zu fliehen. Nun ist es aber so, dass vor einigen Wochen eine Fatwa gegen ihn erlassen worden ist. Er ist in Deutschland, er ist in Köln. Eine Fatwa, die besagt, dass er getötet werden soll. Und es wurde eine Belohnung von 100.000 Dollar ihm versprochen, der in Deutschland diesen Mord an ihm verübt. Das heißt, es wurde das Gleiche gemacht, was 1989 bereits mit Salman Rushdie gemacht worden ist, der sich seitdem versteckt halten muss. Und man weiß nicht, wie lange es dieser Musiker durchhält, sich versteckt zu halten, diesen Häschern zu entgehen. Aber diese Art von Politik, ich möchte, dass Sie das Wort auspeitschen mit der Islamischen Republik Iran verbinden. Eigentlich müsste die Peitsche im Wappen gezeigt werden, denn das ist in der Quintessenz dieses Regimes, diese Peitsche, dieses mittelalterliche Folterinstrument, das aber heute in der modernsten Zeit gegen die Opposition, gegen die Jugendlichen, gegen die Kulturschaffenden angewandt wird. Und natürlich ist Iran, ich hatte das schon angedeutet, ein Land mit einer revolutionären Ideologie, das heißt, sie wollen diese Verhältnisse möglichst weltweit Schritt für Schritt realisieren. Und es ist klar, dass die Atomwaffe,
auch dazu dienen wird, diese innere Brutalität verlängern zu können. Denn es ist ja für jeden von uns völlig klar, dass der Herr Gaddafi heute noch seine eigene Bevölkerung als Ungeziefer beschimpfen und als Ungeziefer behandeln könnte, wenn er die Atomwaffe gehabt hat. Wenn also Iran die Atomwaffe hat, ist das für die Opposition dieses Landes, die dieses Regime bekämpft, wie ein Todesstoß. Und das ist alleine für mich schon einer der Gründe, warum man diese Atomwaffe bekämpfen muss. Aber es hört ja mit der Demütigung, mit dem Peitschen nicht auf. Auch die religiöse Ideologie der Islamisten ist demütigend, weil sie so dumm ist und so entsetzlich ist. Die Rationalität im Iran ist eine völlig andere als die, die wir gewohnt sind. Sie ist auch eine völlig andere als in der alten Sowjetunion. Sie ist auch anders als in Pakistan oder in Nordkorea. Es ist eine ganz spezielle Ideologie des schiitischen Islamismus. Islamismus deswegen, weil die Moslembrüder aus Ägypten ursprünglich den Khomeini angestachelt hatten, diese Art von Politik zu betreiben. Aber schiitisch bedeutet mit einem besonderen Touch in Richtung Märtyrer-Ideologie, mit einer besonderen Neigung. Und in meinem Buch habe ich deswegen, weil mir so schwer diese Irrationalität als westlich geprägte Menschen verstehen können, man kann sich das gar nicht vorstellen, deswegen habe ich die ersten vier Kapitel meines Buches der Ideologie in Iran gewidmet und ein Kapitel handelt von der Märtyrer-Ideologie, von den Zehntausenden von Kindern, die man auf die Minenfelder geschickt hatte, um sie im Krieg gegen Iran zu opfern. Sie bekamen diese berühmten Silberschlüssel um den Hals gehängt, mit denen man das Paradies öffnen kann. Und dann wurden sie tatsächlich geopfert. Und mein Beitrag beschreibt, wie sich die Eltern dazu verhalten haben, die verschiedenen Positionen, die es da in Iran gab. Ich habe einen Beitrag, der sich beschäftigt mit dem Messianismus. Das heißt mit der Vorstellung, dass der zwölfte Imam eine Sagenfigur, so ähnlich wie in Deutschland der Kaiser Barbarossa, der zu einem bestimmten Zeitpunkt aufersteht und kommen wird, um sozusagen das Deutsche Reich zu einigen, so gibt es auch diesen zwölften Imam in der schiitischen Ideologie. Ich beschreibe die Akteure, sowohl der Revolutionsführer als auch Ahmadinejad, darum wetteifern, als die Vollstrecker des Willens dieses zwölften Imams zu fungieren und apokalyptische Szenarien entwerfen, damit das Nahen dieses zwölften Imams beschleunigt werden kann. Ich gehe ein auf die Doktrin der Expansion und der Aufrüstung, die in der Verfassung Irans festgeschrieben ist, mit Hilfe einer Sura aus dem Koran. Und auch aufgrund dieser expansiven Tendenz ist das völlig klar, was ein nuklearer Iran außenpolitisch bedeuten würde. Ich habe am Anfang gesprochen von der Innenpolitik, was er bedeuten würde für die innere Opposition. Ich sage einige Worte über das Äußere. Es ist jetzt schon sicher, das hat der saudische Außenminister den Amerikanern gegenüber bestätigt, dass Saudi-Arabien auch die Atomwaffe sich erwerben wird, wenn Iran eine Atomwaffe haben sollte. Türkei, Ägypten, Jordanien werden folgen. Das heißt, die erste Folge ist, dass der Mittlere Osten ein nukleares Pulverfass würde. Die instabilste Weltlage, die durch Religionskonflikte sozusagen in Wallung gebrachte Region, würde zu einem nuklearen Chaos führen, was natürlich nicht Israel alleine betrifft, was auch nicht uns hier in Europa alleine betrifft, was weltpolitisch eine Katastrophe darstellen würde. Zweitens geht es den Iranern um eine regionale Hegemonie. Die Golfstaaten, die über sehr viele Ölreichtümer und Erdgasreichtümer verfügen, diese Golfstaaten rings um den Persischen Golf, sie müssen sich, wenn Iran Atommacht ist, fragen, welchen Atomschirm sie sich unterwerfen wollen, dem amerikanischen oder dem iranischen. Das ist zu erwarten, dass sie dann wohl Teheran früher oder später vorziehen würden, sodass tatsächlich dann Iran mit diesem Regime über Rohstoffe verfügt, von denen die ganze Welt abhängig ist. Und also eine unglaubliche Machtposition in seiner Hand hätte. Das ist die regionale Hegemonie. Ein weiterer Punkt ist, dass die iranische Führung jetzt schon angekündigt hat, dass sie auch Stellvertretergruppen wie die Hezbollah mit Nuklearmaterial in einem bestimmten Umfang ausstatten möchte. Das heißt,
Wir haben das Risiko, dass Terrorismus mit einer nuklearen Komponente stattfinden könnte. Und wir können natürlich auch nicht ausschließen, so gering das Risiko sein mag, dass ein Atomwaffeneinsatz, so wie das der Rafsanjani als Präsident mal angekündigt hatte, stattfindet, also ein selbstmörderischer Atomwaffeneinsatz, bei dem gesagt wird, wir übernehmen die religiöse Verpflichtung, übernehmen Israel mit einem Schlag auszulöschen. Es wird zwar furchtbar sein, was dann zurückkommt an nuklearer Vergeltung, aber was immer zurückkommt, wird nicht in der Lage sein, den Islam auszulöschen. Es wird also viele Märtyrer geben, das Paradies wird sich sehr schnell füllen, aber es wird nicht möglich sein, den Islam auszulöschen, der Islam wird weiterleben. Das heißt, wir können selbst diese Art von Fantasie nicht ausschließen, dass sie dann eine Rolle spielt, aber es gibt natürlich auch interreligiöse Kämpfe, verschiedene schiitische Strömungen, die sich vielleicht der nuklearen Waffe bedienen könnte. Es gibt das Versehen, dass man sich verkalkuliert und zu einem Atomwaffeneinsatz kommt aus Versehen. Es gibt also da Risiken, die tatsächlich die Welt mit völlig neuen Gefährdungspotenzialen versehen, weil in der Geschichte der nuklearen Entwicklung noch niemals zusammengekommen sind, diese beiden Faktoren, auf der einen Seite religiöser Fanatismus, auf der anderen Seite die Technik der Kernspaltung. Das ist in der Tat das erste Mal, dass ein Regime, das offensiv die These vertritt, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, dass ein solches Regime todessehnsüchtig sich Besitz ergreift von der Technik der Kernspaltung und dann Dinge auslösen kann, von denen wir nicht mal träumen möchten. Natürlich kommt da ein weiterer Faktor zu. Ich meine damit den Antisemitismus. Und das ist ein schwieriges Gebiet, weil Iran da ein besonderer Fall ist. Denn es ist unbestreitbar, dass innerhalb Irans die größte jüdische Minderheit lebt, die es ansonsten in einem muslimischen Staat gibt. Und sie lebt da mit Einschränkungen, aber sie kann dort überleben. Wir müssen uns also diesen Antisemitismus des Irans speziell anschauen. Und wenn man sich die Reden anhört von Ahmadinejad, dann stellt man fest, dass er das Wort Zionist genau in dem gleichen Kontext gebraucht, wie Hitler das Wort Jude verwendet hat. Das heißt, er macht den Zionismus, die Zionisten, verantwortlich für alle Übel in der Welt, für Kriege, für die Karikaturen von Dänemark, die Mohammed-Karikaturen, für die Zerstörung der Goldenen Moschee von Irak, also alles, was wirklich schlimm ist, schiebt er sogenannten Zionisten in die Schuhe. Und er sagt dazu etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Er sagt nämlich, wenn Israel zerstört ist, wird die Welt befreit sein. Und dieser Zusammenhang von Vernichtung, von Zerstörung und Befreiung, das war die Utopie, die die Nazis angetrieben hat. Auch die Nazis glaubten daran, dass Juden der Übel, der Grund des Übels in der Welt sind. Sie glaubten an einen ewigen deutschen Frieden, der aber immer behindert wird, solange es Juden gibt. Und deswegen hatten sie die Utopie verfolgt, indem ich die Juden auslösche, indem ich sie vernichte, in die Gaskammern schicke, kann ich diese bessere Welt verwirklichen. Man nennt das den Erlösungsantisemitismus, Redemptive Antisemitism. Und das ist eigentlich die schlimmste Form von Antisemitismus, weil sie aus einer Überzeugung heraus darauf besteht, dass man sozusagen der Juden habhaft werden muss und sie töten muss, damit die Welt gerettet wird. Ahmadinejad bezieht dies auf den Zionismus und sagt deswegen, dass Israel ausgelöscht werden muss. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass Iran etwas gegen Israel haben. Die Länder haben keine gemeinsame Grenze. Da gibt es keine Grenzstreitigkeiten. Es gibt auch kein iranisches Flüchtlingsproblem. Das ist ein Teil der arabischen Welt, wo die Palästina flüchten. Es ist so, dass seit 2.500 Jahren Juden in Iran gelebt haben. Es gibt eine Tradition der Zusammenarbeit mit Juden. Es gab in der zweiten nach 1945, nach 1948 gute Beziehungen zwischen Israel und Iran. Die bezogen sich nicht nur auf die Sicherheitsorgane des Schah, sondern es gab damals in dieser Zeit, 50er, 60er Jahre, einen regelmäßigen Austausch zwischen den Experten Israels für Bewässerungstechnik
Das heißt, also die Bauern aus Iran haben nach uns fertig, um Kurse zu machen, wie man eine Bewässerung verbessern kann. Es gab damals im Schah 1963 die Landreform in Iran, da brauchte man so viel Know-how, um jetzt seine eigene Stück Land bewässern zu können. Und da Iran und Israel ganz ähnliche klimatische Bedingungen haben und ähnliche Bodenböden haben, konnte man sehr viel wechselseitig lernen. Also diese Art von Kooperation, all das hat stattgefunden. Es gibt keinen Grund, dass Iran sagt, Israel muss ausgelöscht werden. Israel ist ein Krebsgeschwür. Wir müssen mit dem Land Israel das machen, was man mit einem Krebsgeschwür macht. Es gibt keinen Grund, außerdem des Antisemitismus. Und der hat verschiedene Ursachen. Das kann man nicht eindimensional erklären. Der hat also teilweise Ursachen in den religiösen Traditionen, die von Khomeini in bestimmter Weise interpretiert worden sind. Das hat Ursachen in der Dauerbesiedelung der iranischen Bevölkerung mit der Nazi-Propaganda während des Zweiten Weltkriegs. Da gab es einen Sender in Berlin, der auf Persisch nach Iran ausgestrahlt hat, um dort die Macht ergreifen der deutschen Kurse zu reiten. Der war voll antisemitisch und Khomeini hat den Sender gehört. Es gibt noch andere Gründe. Das heißt, wir haben es hier wirklich zu tun mit einem antisemitischen Regime und deswegen ist natürlich man in Israel auch besonders besorgt. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Israel, auch da möchte ich an Sie appellieren, Ihre Vorstellungskraft zu erweitern. Es ist nicht so für die Israelis, wie es hier für uns in Berlin ist. Ich will ein Zitat von dem Barak zitieren, dem Verteidigungsminister Israels, von vor einigen Tagen. Es ist unmöglich, ruhig zu schlafen, während die Iraner sich systematisch auf den Punkt hin bewegen, nachdem Israel nicht mehr in der Lage sein wird, irgendetwas zu tun. Zitat. Und zwar meint er damit den Punkt, an dem sozusagen die Möglichkeit der Atombombenherstellung in einem so tiefen Gebirge möglich geworden ist, dass also auch die israelischen Flieger mit Bomben dagegen nichts mehr ausrichten können. Sie müssen sich einmal vor Augen halten, was heißt antisemitischer Krieg. Wir kennen normalerweise Kriege als Mittel zum Zweck. Das heißt, ich möchte mit einem Krieg eine Regierung zu einem anderen Verhalten zwingen. Ich möchte ein bestimmtes Gelände gewinnen. So ungefähr wie der Krieg gegen Saddam Hussein geführt worden ist, nachdem er Kuwait besetzt hatte 1991. Man wollte mit dem Krieg Saddam Hussein dazu zwingen, Kuwait wieder freizugeben. Das ist der übliche konventionelle Krieg. Aber der antisemitische Krieg will keine Verhaltensänderung einer israelischen Regierung. Der antisemitische Krieg will deren Auslöschung. Das ist ein großer Unterschied, ob ich einen Krieg führe zur Vernichtung von Menschen oder ob ich einen Krieg führe, um Menschen, die beim Leben bleiben sollen, zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Und insofern wird natürlich in Israel auch diese Art von antisemitischer Bedrohung verbunden mit der Atomkerntechnik, die dort sich Iran zulegt, seit Jahrzehnten, mit einer ganz besonderen Sorge verfolgt. Und das, was Israel dagegen macht, und sie haben ja nun sich darauf beschränkt, das jahrzehntelang zu verfolgen, sie haben jetzt jahrelang die Sanktionsbemühungen verfolgt, die zu nichts geführt hatten, was das iranische Verhalten anbelangt. Das ist ja völlig klar, dass das für die israelische Seite ist, eine existenzielle Frage. Keine strategische Frage. Es ist ein existenzieller Kampf um Leben, um Überleben. Es ist kein Krieg, es ist ein Lebenskampf. Und das ist das, was man sich vor Augen halten muss, wenn man die israelische Seite betrachtet, dass Israel sich nicht damit abfinden kann, dass Iran die Atomwaffe erhält und Israel als Land kann dagegen nicht mehr machen. Ein zweiter Aspekt kommt dazu, die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Die Juden hatten im Zweiten Weltkrieg Länder, die sich als Freunde ausgaben, zum Beispiel die USA. Aber die USA haben sich geweigert, die Schienen nach Auschwitz zu bombardieren. Die Briten haben sich geweigert, den Juden im Zweiten Weltkrieg zu helfen. Es gab die Erfahrung, dass auch die guten Freunde, dann wenn es spitz auf Kopf kam, dann es vorzogen, nicht in den Geruch der Judenfreundschaft zu kommen und stattdessen Auschwitz und was dort passiert ist, sich selbst überlassen kann. Das hat natürlich auch die Mentalität in Israel geprägt, die sagt, wir müssen uns selber helfen, wenn wir uns nicht helfen können,
Den sieht uns sonst niemand. Und das sind Aspekte, die man nicht teilen muss, aber die man verstehen muss, mit denen man sich auseinandersetzen muss und wo wir auch unsere Vorstellungskraft erweitern müssen. Ich habe in meinem 24. Kapitel ein Interview dokumentiert mit einer Holocaust-Überlebenden aus Israel, die darauf eingeht, wie sie hofft, dass Deutschland reagiert in dem Fall, dass es zu solchen israelischen Einsätzen gegen Atomanlagen in Iran kommen würde. Und dieses Interview, das macht diese Mentalität und diese Haltung, auch dass man jetzt kein Exiljude mehr ist, sondern dass man ein freier Jude ist, der sich selbst verteidigen kann, der die Möglichkeit dazu hat, glaube ich, ganz gut deutlich. Ich komme zur deutschen Politik und ich glaube, ich rede schon etwas zu lang. Ich möchte das also kurz fassen. Die Haltung der Bundesregierung, es sind drei Kapitel zur deutschen Politik, die ich hier in dem Buch habe. Ein Kapitel beschäftigt sich mit der Position der Bundesregierung in diesen ganzen letzten 5 Jahren. Auch mit der Haltung, dass die Bundesregierung sagt, Israel darin belehren will, dass Krieg generell eine falsche Option sei. Es gibt ein weiteres Kapitel, das sich beschäftigt mit der Wirtschaft. Hier ist abgedruckt das Who is Who im Iran-Business oder auch die Liste der ganzen Firmen, die also Iran mit teilweise Hightech-Produkten eben auch versorgt haben. Ich will darauf jetzt auch nicht ausführlich eingehen. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit der Überschrift solidarisch mit dem Regime, mit der Zivilgesellschaft in Deutschland, die erstaunlich enge Verbindungen angeknüpft hat und auch weiter pflegt mit dieser Art von Regime. Ich gehe ein auf die stete Partnerschaft zwischen der Stadt Weimar und Shiraz in Iran, die fortgesetzt worden ist, obwohl sich der Bürgermeister von Shiraz geweigert hat, Buchenwald zu besuchen, also obwohl er sozusagen die Holocaust-Leugnung praktiziert hat mit dieser Weigerung. Ich gehe ein auf die merkwürdige stete Partnerschaft sogar zwischen Freiburg, dem grün regierten Freiburg, der Ökometropole, mit der Atomwaffenstadt Isfahan in Iran, also die immer noch anhält. Und ich gehe ein auf meine Kontroverse mit dem Neuen Deutschland, das ist eine Zeitung, die der Linkspartei nahesteht und die mich gebeten hatte, einen Kommentar auf einer Streitseite zu veröffentlichen, wo es also zwei Meinungen gehen sollte. Ich habe meinen Kommentar verfasst und an dieses Neue Deutschland geschickt. Und es dauerte genau 44 Minuten, man kann das ja so schön bei den E-Mails immer erkennen, bis zurückkam der Brief, wir drucken das nicht ab. Ich habe das, was da nicht abgedruckt worden ist, natürlich dokumentiert, aber ich habe auch den Brief dokumentiert, den daraufhin der Chefredakteur des Neuen Deutschlands, Jürgen Rehns, an einen gemeinsamen Bekannten von uns beiden schrieb. Ich kenne diesen Chefredakteur, weil ich mal bei den Grünen im Bundestag gearbeitet habe und Jürgen Rehns gerade Abgeordneter der Grünen war, wir kennen uns ein bisschen persönlich. Und dann habe ich also praktisch da diesen Briefwechsel zwischen Rehns und mir auch veröffentlicht, aber auch zum Beispiel die Kritik, die eine Iranerin, nämlich Katayun Amintur, an meinem vorherigen Iran-Buch im Deutschlandradio gesendet hatte und meine Antwort auf diese Auseinandersetzung. Das heißt, es finden sich eine ganze Reihe von Beiträgen, die jetzt nicht so sehr die Regierungsebene betreffen oder die Wirtschaftsebene, sondern die sozusagen diese Szene der Linken, der Grünen, ein Artikel heißt Joschkas Schatten, die Grünen und andere Strömungen dieser Art betrifft. Und das ist eigentlich auch das, was jetzt für die, das ist mein letzter Punkt, für die Günter-Krass-Debatte so wichtig ist. Und ich möchte dieses Thema Grasdiskussion unter zwei Aspekten behandeln. Mein erster Teil wird nochmal eingehen auf den Boden, der schon da war, auf den diese Grasdebatte draufgefallen ist. Also das, was vorher eigentlich schon geprägt war. Und dann möchte ich im zweiten Punkt eingehen auf die Veränderung, die ich jedenfalls seit März, April in diesem Lande wahrgenommen habe, was diese Debatte anbelangt. Meine erste Frage lautet, warum löst die iranische Vernichtungsdrohung gegen Israel nicht annähernd so viel Empörung aus, wie die Ankündigung des Ausbaus einer einzigen jüdischen Siedlung? Denn ich glaube,
Sie werden mir da zustimmen. Von dem Emotionshaushalt, was da los ist, in dem einen Fall, in dem anderen Fall, einer meiner Artikel beschäftigt sich mit den Reaktionen auf im Oktober 2005, was los war, als Ahmadinejad zum ersten Mal die Vernichtung Israels gefordert hatte und die traurige Kundgebung, an der ich in Hamburg dann teilnahm, und wie das ansonsten hier im Lande sozusagen beantwortet worden ist. Und man muss sich doch die Frage stellen, wie kommt das eigentlich, dass sich derartige, wirklich beispiellose Drohungen, dass also ein Land der Vereinten Nationen sagt, das andere Land ist ausgelöscht worden, dass solche beispiellosen Drohungen bei uns eigentlich keine weitere große Solidaritätsbewegung auslösen. Und die erste Antwort, die ich auf diese Frage gebe, ist ein historisches Raster. Ich glaube, dass wir sehr geprägt sind von der Geschichte, dass sich da bestimmte Muster sehr, sehr über viele Generationen hinweg fortsetzen und dass man bereits im Mittelalter, aber auch später, immer wieder die Situation hatte, dass es als relativ normal galt, auf Juden einzuschlagen, zu prügeln. Das war eigentlich ein Normalzustand. Aber es war immer eine Sensation und es war ein Skandal, wenn ein Jude angefangen hat, sich zu wehren und seinerseits sozusagen zurückzuschlagen. Ich glaube, dass das ein Muster ist, das man tatsächlich über Jahrhunderte hinweg verfolgen kann und dass das in gewisser Weise auch heute natürlich unbewusst mitschwingt, wenn zum Beispiel in den Zeitungen geschrieben steht, Überschrift, Israel attackiert den Gazastreifen und dann erst im vierten Absatz ganz klein zu lesen ist, dass vorher 50 Raketen gegen Israel gefeuert worden sind, dass man das eine also praktisch kaum sozusagen wahrnimmt, aber das andere, dass dann darauf reagiert wird, dass man das dann sehr, sehr stark sozusagen als Skandal oder in den Vordergrund schiebt. Es gab die zweite Intifada in den Jahren 2002, als dann diese Camp David-Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung an Arafat gescheitert waren und die Selbstmordattentate in den Bussen und in den Lokalen in Israel um sich gegriffen hatten. Und dagegen hatte sich Israel gewehrt. Es gab daraufhin eine Umfrage in Europa von der Europäischen Kommission, wer gefährdet den Weltfrieden? Und da gab es dann also EU-weit 69% der Bevölkerung, die sagten, Israel gefährdet den Weltfrieden. In Deutschland war sogar 65% der Bürger der Meinung, dass es Israel ist. Das heißt, auch da hat man eigentlich sich nicht beschäftigt mit dem, mit der Umgebung, mit den Ursachen, mit den Hintergründen, mit den komplexen Ursachen, die dann zu einem bestimmten Verhaltensverhältnis geführt hatten, sondern man hat vor allen Dingen gesehen, da wird sozusagen militärisch eingegriffen, da wird sich verteidigt und das wurde dann entsprechend so einseitig gegen Israel ausgelegt. Man kann das in dieser pointieren, in dem Satz, Israel droht, sich zu verteidigen. Aber neben dieser, glaube ich, sehr historisch lang tradierten, sagen wir mal, subbewussten Tendenz, gibt es auch die Organisierung von Ignoranz. Wir wissen, nach den Vernichtungsandrohungen im Oktober 2005 gab es keine Demonstrationen und keine Kundgebungen gegen Ahmadinejad, aber es gab ein Gerücht, nämlich das Gerücht, dass seine Rede falsch übersetzt ist. Und dieses Gerücht hat offenbar einen großen Bedarf angesprochen, denn es hat sich in Windeseile verbreitet, obwohl die Urheber dieses Gerüchtes selber zugaben, dass sie gar kein Persisch können und dass sie eigentlich das auch nur vermuten. Und das ist also, das war extrem unsicher, aber es traf offenbar einen Punkt, einen Bedarf. Die Nachfrage nach so einem Gerücht war ungeheuer groß. Und ich glaube, um mir mal eine kleine Stelle aus meinem Buch vorzulesen, unerheblich, dass es sich bald schon als eine Finte erwies, unwichtig, dass Ahmadinejad seine Zerstörungsabsicht dutzendfach wiederholte, die heilsame Parole, im Übersetzungsfehler, wurde von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen und von der Autorin Katharina Amipour unter der bemerkenswerten Schlagzeile ein Übersetzungsfehler macht gefährliche Weltpolitik salonfähig gemacht. Von nun an gab es kein Heil mehr. ZDF-Intendant Markus Schächter gelobte Besserung und versicherte den Initiatoren der Gruppe Arbeiterfotografie, dass alle Kolleginnen und Kollegen über diesen Vorgang der Falschübersetzung Kenntnis erhalten haben.
Die Tagesschau bekannte in eigener Sache, der iranische Präsident hat nicht wörtlich die Tilgung Israels in der Landkarte gefordert. Der Chefredakteur der deutschen Presseagentur DPA versicherte, Zitat, die DPA wird in Zukunft bei der Berichterstattung darauf achten, dass der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad nicht die Auslöschung Israels oder dessen Tilgung in der Landkarte gefordert hatte. Zitat Ende. Da heißt es auch nicht, dass der Sprachendienst des Deutschen Bundestages bestätigt, dass es die iranische Nachrichtenagentur ihre News gewesen ist, die Ahmadinejads Worte mit Wipe Israel from the map korrekt übersetzt hat. Die Schiffsübersetzungsfehler ist bis heute das Allheilmittel geblieben, das zahllose aufgeklärte Köpfe von der Zumutung befreit, die Parole von der Auslöschung Israels ernst oder doch wenigstens zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist für mich etwas tatsächlich sehr Bemerkenswertes. Also als vor kurzem nach dem Grass-Gedicht eine Debatte im Fernsehen bei einer Talkshow mit dem Aufstein, da wurde auch dazwischen gerufen, einfach die Chiffre-Übersetzungsfehler. Es versteht sich das ganz von selbst, dass all das, was Iran, also da an Äußerungen gegenüber Israel von sich gibt, alles ohne Fälschung ist. Das ist völlig irrational, diese Geschichte so abzuschieben. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie konnten denn früher antisemitische Konstrukte irgendwie sich durchsetzen, die Ritualmordlüge oder das Märchen von der Brunnenvergiftung oder die Weltverschwörungstheorie, doch indem man alles das weggelassen hatte, was diese antisemitischen Klassiker widerlegt hätten. Man hat immer ausgeklammert das, was sozusagen da nicht reinpasst. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Chiffre Übersetzungsfehler nach dem Motto, Iran bedroht gar nicht Israel. Dass diese Chiffre Übersetzungsfehler im Grunde genommen bedeutet, der Jude hat Schuld. Der Jude will einen Angriffskrieg starten. Denn nur dann, wenn Iran überhaupt nicht Israel bedroht, kann man diese These aufstellen, wie zum Beispiel Michael Lüders in seinem Buch behauptet, der Krieg gegen den Iran ist in erster Linie Israels Krieg, Israels Führung und die Israel-Lobby wollen ihn. Punkt. Das ist auf Seite 92 in seinem Buch nachzulesen. Diese These kann man behalten, wenn man vorher ausblendet, was von iranischer Seite gekommen ist an Drohungen. Ja, und also man nimmt sehr viel Fantasie in Anspruch, den Judenhass durch Nichtwahrnehmung von Realitäten zu flankieren, zu decken, ihn auszureißen, ihm Überzeugungskraft zu verleihen. Und das ist für mich schon eine moderne Form der Protokolle der Weisen von Zion. Zitat, Iran bedroht niemand, doch die Israel-Lobby will Krieg und dieser Krieg setzt die Welt in Brand. Ja, mit dieser Logik, das funktioniert nur, wenn ich diese Art von Ausblendung tatsächlich praktiziere und dass sie so erfolgreich ist, ist etwas, worüber man diskutieren muss. Ich stelle hier sowieso ja nur Vorschläge vor für diese Diskussion und ich komme auch dann schneller zum Ende. Die Frage ist, welche Veränderungen löst die Grass-Debatte aus? Ich möchte aber dies eine doch noch dazu sagen. Das ist für mich eine Veränderung zwischen März und April dieses Jahres. Warum? Anfang März, am 5. März, erschien der Spiegel mit einem Titelbild, das furchterregend war. Man sah also den Ahmadinejad in einem Bombenpilz. Er entstieg so hämisch lachend diesen nuklearen Atompilz in einer Messias-Pose. Es war wirklich zu fürchten. Aber der Artikel, der dazugehörte, hat nur Israel sehr, sehr einseitig, ich habe darüber eine kleine Analyse veröffentlicht auf meiner Homepage, sozusagen verantwortlich gemacht. Zitat aus diesem Spiegel: Es ist ein unerklärter Krieg, ein Schattenkrieg, den Jerusalem bereits vor 4 Jahren eröffnete. Israelische Killerkommandos töten mit Magnetbomben mitten in Teheran. Iranische Atomwissenschaftler, Agententrupps greifen Militärbasen der Revolutionswächter an und machen sie dem Erdboden gleich und so weiter und so fort. Also, man wolle neue Schädlinge einsteuern, versteckte Kriege steuern, Flugzeuge abstürzen lassen. Also, alles bezogen auf das, was Israel mit Iran unternimmt. Und mein Gefühl war, hier wird an eine emotionale Infrastruktur appelliert. Und Antisemitismus hat sehr viel mit Emotionen zu tun, hat sehr viel mit dem Reizen von emotionalen Infrastrukturen zu tun. Man hat diese Angst vor Iran, aber in diesem Spiegel
wurde die Angst in Wut umgeleitet. Aber die Wut wurde nicht auf die Mullahs gerichtet oder auf das iranische Regime. Da traut man sich nicht ran, da weiß man auch nicht, wie der deutsche Nachbar von nebenan vielleicht reagieren würde. Die Wut wurde auf Israel umgeleitet. Und diese Stichworte dieses Reflexes waren alle in der Spiegelausgabe versammelt. Dann wurde im Laufe dieses Monats März sozusagen dieser ZDF-Film mit dem Klaus Kleber gesendet, mit den Stichworten, die ebenfalls sagten, Israel hat sich alles erlauben, über Iran darf gar nichts. Das sind die Worte von Ahmadinejad gewesen im Interview, die also unkommentiert dann auch gesendet worden sind. Und es gab dann später diesen intellektuellen Aufruf gegen die Sanktionierung von Iran. Und am 4. April dann dieses Gedicht von Günter Grass, wo er dann sagt, wo er schreibt, warum sage ich jetzt erst gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin gerüchigen Weltfrieden. Und es ist also, glaube ich, ziemlich klar, dass also hier bei diesem Gedicht von Grass, das in meinem Buch nochmal dokumentiert ist, dass da sein Unterbewusstsein auch mit die Feder geführt hat. Wenn Israel wie Günter Grass, ich lese mal kurz einen Absatz vor, wenn Israel wie Günter Grass unterstellt, 80 Millionen Iraner zu vernichten, auszulöschen, beabsichtigt, nimmt sich die Tötung von 6 Millionen Juden beinahe harmlos aus. So hat man mit einem Federstrich die eigene Geschichte vor der Tür der Opfer entsorgt. Gleichzeitig nimmt er ein Regime in Schutz, das jeder Art von Hass auf Juden mobilisiert, die Grass bei seiner Zeit als Mitglied der Waffen-SS bestens kennt. Nicht vor der Diktatur in Teheran müsste die Welt sich fürchten, betont sein Gedicht, sondern vor der Demokratie in Israel. Und ich glaube schon, dass man diesen Gedanken von Israel geht eine Gefahr für den Weltfrieden aus, dass man den auch in seiner historischen Bedeutung verstehen muss. Die protokollierte Weise von Zion, das übelste antisemitische Machwerk, das Textbuch Hitlers für den Holocaust, das ist sehr, sehr wichtig, das sich mal durchzulesen. Das ist im Göppinger Wallstein Verlag in der kritischen Ausgabe erschienen. Ich lese vor aus dem Protokoll der Weise von Zion. Da heißt es, die Juden werden, sobald ein nicht-jüdischer Staat es wagt, ihnen Widerstand zu leisten, den Weltkrieg entfesseln. Das ist original Protokoll der Weise von Zion. Hitler hat dann in seiner bekannten Rede vom Januar 1939 erklärt, wenn das internationale Judentum die Völker der Welt wieder in einen Krieg stürzt, wie angeblich beim Ersten Weltkrieg, dann wird das Ende die Vernichtung der jüdischen Rasse sein. Und jetzt sagt Grass, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Er hat sozusagen es geschafft, eine Nazi-Fantasie prominent in die Gegenwart zu transferieren. Und es ist klar, dass, dass dieser Bezug von Gegenwart zur Vergangenheit und andersherum aus Kommentar stößt. Elie Wiesel, der Holocaust-Überlebende und Friedensnobelpreisträger, Zitat, ist der alte Deutsche plötzlich zurückgekehrt und hat sein Haupt erhoben. Oder Hans-Ulrich Gumbrecht, ein Literaturwissenschaftler aus Kalifornien, fragt, hat diese in mehreren Dimensionen so eindrucksvoll demokratisch gewordene Nation den Narzissmus doch nicht hinter sich gelassen? Und er schreibt weiter, so wie der akkumulierte Antisemitismus aus der Vergangenheit die Twin Towers am 11. September 2001 traf, so könnte, Zitat, der Antisemitismus von Günter Grass den radikalen Pazifismus so vieler Deutscher belegen. Und das ist das Problem. Grass hat nicht nur Ängste ausgelöst vor einem israelischen Militärschlag, er hat auch Mut gemacht. Er hat auch Mut gemacht im Sinne, ich habe zum Beispiel, ich kriege viele Post geschickt, eine Bekannte hat mir von Reutlinger Generalanzeiger einen Kommentar geschickt, in dem es hieß, wir sind nicht bereit, uns von der Israel-Lobby und einer weitsinnigen Presse in Deutschland bevormunden zu lassen. Zitat. Oder ein anderer Kommentar hieß, ich lasse mich gerne als Antisemit beschimpfen, wenn es den Frieden dient. Ja? Also da kommt etwas heraus in dieser Kombination von radikalem Pazifismus und Israel-Abneigung, das in dieser Form sich vorher nicht hatte zeigen sollen. Natürlich, ich will nicht bestreiten, es gab auch viel Kritik an Grass in den Feuilletons, auch von den politischen Parteien. Das muss man würdigen. Aber bei einem großen Teil dieser Kritik war es so, dass gesagt worden ist, Grass
spinnt und ist ein Egomane und so weiter und so fort. Aber was Israel anbelangt, hat er ja eigentlich recht. Und das war gut, dass das wenigstens mal gesagt worden ist. Und das ist eben sozusagen das Problem, dass wir da eine neue Situation haben. Und wenn tatsächlich sich Israel genötigt sehen sollte, gegen iranische Atomanlagen vorzugehen, besteht die Gefahr, dass sich diese Tendenzen, die wir in der Gasdebatte erlebt hatten, multipliziert, dass es also eine Welle gibt von panischem Hass auf Israel und dass die tatsächlichen Verhältnisse, die komplexen Hintergründe, die Zusammenhänge völlig ausgeblendet werden. Mein Buch möchte versuchen, diese sozusagen ein Handwerkszeug zu sein in dieser Auseinandersetzung, die, glaube ich, vor uns steht. Und ich schließe also mit einer Art Resümee, was diese Debatte anbelangt. Anstatt wenigstens zu schweigen und darüber nachzudenken, warum sich die gewählte Regierung Israels nunmehr genötigt sieht, über einen Militärschlag gegen iranische Atomanlagen nachzudenken, schlage jene, die sich in den letzten 7 Jahren über Ahmadinejad nicht hatten äußern wollen, jetzt also Alarm. Jedoch nicht, um die Bundesregierung zu einem Abbruch ihrer Sonderbeziehung mit Teheran zu drängen, um den Sanktionsdruck zu verhundertfachen, um die iranische Bombe auszuschließen, sondern um diejenigen, auf die sich sämtliche iranische Auslöschungsfantasien konzentrieren, an den Pranger zu stellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Matthias, vielen Dank. Ich denke, dein Vortrag hat sehr viele Anregungen gegeben. Ich glaube, dass wir auch gleich eine spannende Diskussion haben werden. Ich möchte trotzdem noch mal auf den letzten Punkt mit Lars eingehen, weil mir ist es eigentlich ähnlich gegangen, als ich die Titel gesehen habe und gedacht habe, ach, mit Lars, eigentlich kann man, ja, eigentlich kann man das Gedicht, wenn man sich das anguckt, wirklich abhaken und unter die Kategorie irrer Spinner. Aber es ist ja tatsächlich so, dass eine ganze Menge Leute unter anderem eine ganze Menge Fragen aufgeworfen sind. Tatsächlich eines der Probleme ist, dass selbst Menschen, die normalerweise in Israel gegenüber aufgeschlossen sind, sich davon jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, es ist ja so, Israel ist eine Atommacht, warum unterzeichnet Israel nicht den Atommacht und Sperrvertrag, wenn Israel sozusagen ein gutes Land ist. Wieso gefährdet es dann quasi den Frieden, den es mit Hilfe von Deutschland gibt? Und das ist ja dann das andere, was immer noch dazu kommt. Deutschland verkauft Israel um. Und ich glaube auch, das war ja das, was im Spiegelartikel dann nochmal in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Und wo eine erhebliche Kritik dann doch auch gegenüber Israel ist. Das andere ist natürlich, dass dann gesagt wird, naja, mit der Masse ist Antisemit. Er wird als Antisemit bezeichnet, deshalb sagt er ja in seinem Gedicht selber sozusagen schon voraus, dass also er schreibt ja hier das allgemeine Verschweigen des Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, und ziemlich als belastende Lüge und Zwang der Strafe in Aussicht stellen, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Also da geht er quasi schon darauf ein, dass er davon ausgeht, dass es kommen wird. Und am 25. Mai haben verschiedene Berliner renommierte Historiker und Autoren eine Berliner Erklärung abgegeben, in der sie auch genau jetzt darauf mehr eingehen, dass sie sagen, mit dem Wort Antisemitismus wird unverantwortlich umgegangen, es wird verharmlost, es ist ein inflationärer Gebrauch, der politisch gefährlich und kontraproduktiv ist, weil er auf die Art und Weise diesen Begriff bedeutungslos macht oder in Bedeutungslosigkeit führt. Ja, kannst du dazu vielleicht mal was sagen? Wie ist deine Meinung? Diese Berliner Erklärung, ja? Ja. Ja, die Berliner Erklärung, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob sie bekannt ist hier. Das ist eine Erklärung, die besagt, dass man eigentlich, dass man eben als Historiker und Autoren, die sich eine gewissenhafte Aufklärung über das NS-Regime zur Aufgabe gemacht haben, beobachten wir seit längerer Zeit mit wachsender Sorge, wir bedenken unsere Instrumentalisierung, diese Geschichtsperiode für aktuelle politische Zwecke.
willkürliche Vergleiche mit Personen und Figuren des Dritten Reiches werden immer wieder benutzt, um den eigenen Standpunkt Nachdruck zu verleihen und den Kontrahenten moralisch zu erledigen. Die Debatte verkommt zur Polemik, Argumente werden durch persönliche Diffamierungen und Denunziationen ersetzt. Wir waren ganz besonders vor einer leichtfertigen Verwendung der Worte Antisemit und Antisemitismus, die inzwischen für alles und jedes als Pauschalvorwurf benutzt werden. Ihr inflationärer Gebrauch ist politisch gefährlich und kontraproduktiv, weil die Begriffe auf diese Weise bis zur Bedeutungslosigkeit verharmlost und völlig sinnentleert werden, sodass sie auch außerhalb des viel zitierten deutschen Stammtisches am Ende niemand mehr ernst nimmt. Eine Erklärung, unterschrieben von Wolfgang Denz, also wobei man diese Fiktion eigentlich auch erkennt, von Professor Dr. Andreas Lachammer, Direktor der Stiftung Fotografie des Terrors, Dekan für Holocaust Studies am Tuchow College Berlin und Rabbiner der Synagoge Wittenweg, von Dr. Reinhard Rüdebruch, langjähriger wissenschaftlicher Direktor der Stiftung Fotografie des Terrors, und von Dr. Gerhard Schönberner, Schriftsteller, Bildungsdirektor der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Und das ist nun natürlich sehr ernst zu nehmen, wenn auch unter dem großen Titel Berliner Erklärung doch sehr renommierte Personen solche Dinge verfassen. Und im Prinzip, in einem Punkt, gebe ich der Intention dieser Erklärung unbedingt recht. Ich bin auch sehr dagegen, dass man sozusagen mit Holocaust vergleichen um sich wirft. Ich mag es auch nicht, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen und sagen, du Antisemit, weil das einen immer sozusagen selber in so einer selbstgerechten Pose stellt. Ich finde es viel wichtiger, den Diskurs zu analysieren, die Diskussion zu verfolgen, die Argumente sozusagen über Antisemitismus oder bestimmten Antisemitismus auszutauschen, das zu personalisieren. Und das war meine Kritik an Wolfgang Benz übrigens, als er sagte, dass also praktisch der Hass auf Muslime so gefährlich ist, weil er wieder zu einem neuen Völkermord diesmal an Muslime führen könnte, wo er den Holocaust sozusagen genommen hat als Beispiel, was den Muslimen droht, wenn die sogenannte Islamophobie in Deutschland so weitergeht. Da habe ich dann ihm vorgeworfen, den Holocaust zu trivialisieren mit solchen Vergleichen. Und ich bin der Meinung, man muss die Singularität, die Besonderheit des Holocaust ganz streng beachten und darf da, ich gehöre auch zu denjenigen, die zum Beispiel den Begriff Islamfaschismus aus analytischen Gründen ablehnen. Also ich verwende ihn, ich habe einen Aufsatz geschrieben, in dem ich begründe, warum ich diese Art von agitatorischer Floskel zumindest analytisch für wertlos halte. Also ich meine, dass man da sehr genau sein muss, auf der einen Seite. Insofern hat die Erklärung einen richtigen Punkt, dass man aufpassen muss, dass man da nicht inflationiert. Aber auf der anderen Seite, was mache ich, wenn es Momente gibt in einer Ideologie, wo die Anknüpfung an den Nationalsozialismus unübersehbar ist? Und dieser Erlösungsantisemitismus der iranischen Führung, der ist in Anknüpfung an den Erlösungsantisemitismus der Nazis betrachtet. Man kann die Zitate nebeneinander stellen, man merkt, es ist das gleiche Schema von Antisemitismus, das hier verwendet wird. Und wenn man das nicht bereit ist, wahrzunehmen, dann ist das für mich so eine Art doppelter Übersetzungsfehler. Also auf der einen Seite nimmt man nicht wahr, was Iran sagt, und auf der anderen Seite will man nicht wahrnehmen, dass es Bezugspunkte gibt zu diesem Teil der deutschen Geschichte, nämlich die Nazizeit. Und das erlebe ich auch in anderen Fragen. Zum Beispiel habe ich viel geschrieben über diese Radiopropaganda nach Iran, Radio Cesen. Das wird auch nicht wahrgenommen oder ernst genommen, dass wirklich die Nazis mit dazu beigetragen hatten, eine bestimmte Art von Antisemitismus in die muslimische Welt zu tragen und ein Antisemitismus, der eben nach 45 da auch nicht wieder verschwunden ist. Also von daher glaube ich schon, dass also, es ein großer Fehler ist, da, wo man wirklich wissenschaftlich genau Zusammenhänge zum Nationalsozialismus erkennt, diese nicht auch zu bezeichnen als solche. Also wenn man das nicht tut, dann weiß ich nicht, wie man behaupten kann, aus der Geschichte gelernt zu haben. Und dafür ist es doch da, das Wissen um die Geschichte, dass man dann Dinge in der Gegenwart, die tatsächlich nachweisbar in einer Verbindung stehen, auch beim Namen nennt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier doch in einer Weise, die eher skandalös ist, gesagt wird, hört mal auf, den Pastor zu beschimpfen und euch das genauer anzuschauen. Wir wollen nicht, dass dieses Wort Antisemitismus da eine Rolle spielt.
Das ist der Kontext dieser Erklärung, die am 25. Mai erschienen ist. Und deswegen ist es eigentlich sehr traurig, dass so wichtige Menschen, die in der Geschichtsarbeit wichtige Bedeutung haben in Berlin, sich dann zu so einer Erklärung bereit erklären. Das ist schon in meinen Augen etwas, was man nicht so stehen lassen sollte, sondern worüber man weiter diskutieren sollte, gerade in Berlin. Zu erwähnen, was ich gesagt habe, in dem Land ist das ja der Mein Kampf oder so die Übersetzung. Ich sollte 2 Millionen Waffen kaufen. Ja. Und das ist wichtig auch zu sehen, das ist zum Beispiel, Dankeschön für den Hinweis. Es gibt auch jetzt in Iran, wo alles zensiert wird, wo also der Najafi also praktisch fliehen muss und mit der Fatwa verfolgt wird. Es gibt dort Nazi-Homepages, Hitler, IN, ja, also es ist Hitler-IR, also wo man wirklich den Nationalsozialismus in einer Weise verherrlicht. Das ist in Iran zugelassen, da gibt es keine Verbote. Und auch die Bewunderung der Deutschen wegen der Nazizeit, das ist eigentlich die große Ära der Zusammenarbeit zwischen 1939 besonders und 1941 war, ja, während des Zweiten Weltkrieges. Das wird in Iran ganz offen vertreten. Ich habe das in meinem anderen Buch dargelegt von Rafsanjani, der dann sagt, das wurde dann durch einen Putsch der Briten und der Russen 1941 verhindert. In Deutschland gab es auch die Besatzer von 1945, nämlich die gleichen, auch die Russen und die Briten und die Amerikaner und die Franzosen. Und dann haben sich erst die Iraner befreit 1979, 10 Jahre später haben sich die Deutschen befreit. Und jetzt können wir unbesorgt anknüpfen an die gute Zeit der Nazi-Ära. Also das sind Dinge, die man nachlesen kann, die man da. Und deswegen, da wird zu wenig drüber gesprochen. Da gibt es eine Art Tabu, als sei das eine Leiche im Keller, die man nicht gerne anguckt. Ja, vielen Dank. Ich würde dann die Diskussion öffnen. Herr Oben. Ich meine, das Problem der Antisemitismus finde ich entschärft oder löscht. Das dritte ist das Inhalt, dass ich so persönlich Sie fragen würde, das ist der Bruno Schieber. Hat schon seit 2004 in seinem Buch Islamische Bombe darauf aufmerksam gemacht, auf das alles, was Sie hier gesagt haben. Wieso wurde das gerade verzögert? Ja, ich kenne Bruno Schieber nicht. Das stimmt. Es wurde alles eigentlich gesagt, ich argumentiere auch, auf was alles belegt wurde. Und das ist gerade in Deutschland wirklich erstaunlich, wie die Gefahr dieser iranischen Bombe eigentlich immer von Regierungsseite und der Chefsordnung. Bevor ich auf die andere Frage eingehe, will ich doch nur mal einmal von 1997, Stiftung Wissenschaft und Politik, Peter Rudolph, das ist ein offizieller Forschungskreis der Bundesregierung, Zitat, die Tatsache, dass die deutsche Regierung trotz gegenteiliger Geheimdienstberichte dazu tendiert, die iranische Atomfrage öffentlich herunterzuspielen, ist ziemlich rätselhaft. Zitat Ende. Das war 97. Ja, ganz an den Anfängen der ganzen Atomentwicklung. Und im Januar dieses Jahres hieß es in der Zeitschrift Internationale Politik, das ist die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, also einem offiziösen Organ, die bisherige deutsche Politik ist mit ihrer Weisheit am Ende. Die deutsche Politik, einschließlich die der Bundesregierung, hat die Natur der Bedrohung des iranischen Nuklearprogramms weitgehend nicht begriffen. 15 Jahre später. Also das ist schon unglaublich, was da passiert ist. Und natürlich trägt diese Ignoranz in diesen 15 Jahren mit dazu bei, dass jetzt Israel vor dieser furchtbaren Situation steht. Denn das ist einer der Gründe, warum natürlich die israelische Führung viel lieber möchte, dass die Sanktionen so greifen, dass Iran nicht die Atombombe bauen kann. Oder Israel möchte viel lieber, dass die Amerikaner dann eventuell einschreiten, als das Land selber. Weil man natürlich diese Gefahr, die Sie angedeutet haben, erstens, Iran kann sich in der Welt als Opfer darstellen. Iran könnte versuchen, die Opposition, die im Moment gegen das Regime sich stellt, an seine Seite zu ziehen, in einer gemeinsamen Verteidigungsfront. Genau diese Dinge, die werden natürlich kalkuliert. Und das sind die Gründe, warum eigentlich auch in Israel sehr kontrovers diskutiert wird, ob das überhaupt dann gemacht werden sollte, ohne die Amerikaner und so weiter und so fort. Weil in der politischen Dimension, in der politischen Ära, genau das passieren könnte, was Sie angedeutet haben, dass nämlich sozusagen diese islamistische Tendenz in der Welt Zulauf bekommt,
und dass im Iran plötzlich eine Art Schulterschluss passiert. Nun ist das unter den Experten, in der das Land handlungsunfähig ist, gegenüber einer existenziellen Gefahr. Das heißt, dann würde darauf keine Rücksicht genommen werden. Und insofern ist das ein Teil dieser großen Probleme, die Sie ansprechen. Ein zweiter Punkt, wenn ein Militärschlag passiert, heißt es ja zu Recht, die Iraner, die können das ja innerhalb von 2-3 Jahren wieder aufbauen. Was nützt das alles? Das heißt, wenn so etwas passiert, wird in allen ernstzunehmenden theoretischen Debatten über dieses Problem darauf hingewiesen, dass dann trotzdem weltweit der Sanktionsdruck auf Iran weitergehen muss. Das heißt, das wäre sozusagen nicht der Abschluss von all dem. Es wäre ein Versuch, sozusagen die Zeit um 3 Jahre zurückzudrehen und zu versuchen, dafür zu sorgen, dass dann in der Zukunft nach so einem Militärschlag die ganze Diskussion energischer fortgesetzt wird. Dass man mit wirtschaftlichen Mitteln, mit anderen Mitteln die Weltgemeinschaft sozusagen versucht, vereint zu halten, in dem Versuch, die iranische Atombombe zu verhindern. Das ist ja tatsächlich nicht nur ein westliches Anliegen, das ist auch das Anliegen Chinas, das Anliegen der Russen, das Anliegen der Dritten Welt. Von daher müsste natürlich eine israelische Aktion auch so sein, dass sie nicht verspielt, diese Möglichkeit, dass man nach einem solchen Angriff das Bündnis weltweit gegen die iranische Bombe aufrechterhalten kann. Also das sind da so Aspekte, die ich dazu mal sagen kann. Natürlich ist keiner von uns hier Prophet und das Problem ist, wenn es überhaupt zu diesem Punkt kommt, dass dann viele Dinge unkalkulierbar sind, sodass es eigentlich am besten wäre, man könnte noch mit einer ganz massiven Sanktionsoffensive die Möglichkeit des Militärschlags ausschließen. Da war eine Frage gewesen. Das Mikrofon, also hier. Sowohl die Gasdebatte ein bisschen anders wahrgenommen, gerade die Feuilletons am ersten Tag von Bild bis Taz waren, soweit ich das sage, nochmal sehr beurteilend und haben das sozusagen auch einhellig als Antisemitismus bezeichnet. Und in den Tagen danach kamen sozusagen sowohl von Seiten der Bevölkerung und der Leute, die interviewt wurden, als auch in diesen ganzen Talkshows und als Reaktion auf dieses Einreiseverbot, begann diese Aufweichung. Und was Ähnliches, eine ähnliche Differenzierung würde ich mir wünschen, das genauer zu untersuchen, diesen Unterschied zwischen dem tatsächlich empfundenen Antizionismus, der also sich in so einer antiimperialistischen Tradition bewegt, hin zu sowas, was Sie auch dargestellt haben, so eine aktive Ignoranz. Also es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung oder diese Firmen, die diese Geschäfte betreiben, dass die nach außen hin tatsächlich so irgendwie nicht in Israel, es wird auch nur jetzt offen antizionistisch auftreten, sondern da ist ja eher sowas, wie Sie es beschrieben haben, in den letzten 10 Jahren im Prinzip ganz aktiv dieses Problem ausgeblendet wird. Ob man das nochmal nach verschiedenen politischen Strömungen oder Tendenzen hin differenzieren könnte. Ja, sehr schönen Dank. Das gefällt mir gut, die Aufforderung, das so genau wie möglich zu machen. Das ist natürlich klar in dem Vortrag, dass man da erstmal sich ein bisschen kurz hält. Dieser erste Kommentar in der Taz, der ist interessant. Das war Seite 1 unten, der breite Kommentar. Der hat enthalten 2 Elemente. Grass wurde angegriffen, auch wegen Antisemitismus. Und Grass hat sich auch wahnsinnig angreifbar gemacht. Und gleichzeitig wurde geschrieben, in einem Punkt muss man ihm aber recht geben. Nämlich in der Frage, dass man Israel dafür kritisieren muss. Das heißt, also das ist dann immer sozusagen mitgestellt worden. Und war mal dann, also der Aufstein hat es dann ja in einem Spiegel Online Beitrag extrem gefeiert. Grass hätte eine Zensur geschaffen und der Satz, Israel greift die ganze Welt sozusagen, bringt die ganze Weltfrieden in Gefahr, das sei die entscheidende Aussage, die endlich mal gesagt worden ist, also als Befreiungsschlag. Aber es ist tatsächlich so, dass man muss sich diese
Kritik an Grass genauer anschauen, und dann stellt man fest, dass also ziemlich häufig zumindest, es gab auch andere Fälle, aber eine große Verunsicherung da ist. Übrigens auch in der, wenn ich so Veranstaltungen mache, in israelfreundlichen Kreisen, sage ich mal, die Verunsicherung ist überall, unwahrscheinlich groß. Das Thema anzusprechen, darf man das? Und ist die Verunsicherung auch unwahrscheinlich groß, wenn gesagt wird, ja, guckt euch doch mal an, Israel hat Atomwaffen, Iran hat gar keine, ist das denn gerecht? Kann man denn damit gut leben? Das ist doch mit zweierlei Maß gemessen. Die Verunsicherung ist wirklich unwahrscheinlich groß. Und was sagt man dazu? Was sagt man zu so einem Moment? Also erstmal muss man einfach feststellen, meine Doktorarbeit hat immer geschrieben über den Atomwaffensperrvertrag und über seine Entstehungsgeschichte. Dieser Vertrag ist natürlich ein ungleicher Vertrag. Er stellt fest, oder er stabilisiert einen ungleichen Zustand, hier 6 Atommächte und dort der Rest der Welt, der keine Atomwaffen kriegen soll. Das ist der Kernmoment des Atomwaffensperrvertrags. Und die Argumentation, die jetzt gesagt, sagen wir mal in Europa, es geht nicht an, dass Belgien keine Atomwaffen hat, aber Frankreich hat welche. Würde diese Argumentation jemand hier ernsthaft erheben? Würde man sozusagen Belgien verteidigen mit dem Argument, ja, Frankreich und Großbritannien haben ja auch Atomwaffen, deswegen muss auch Belgien Atomwaffen haben? Ich glaube, niemand würde in Europa auf die Idee kommen, diese Art von Position zu vertreten. Weil sie dazu, darauf hinausläuft, dass letztendlich dann die Alternative ist, alle sollen Atomwaffen. Was wird das für eine Welt werden? Ja, und deswegen ist das so komisch, hier in Europa kommt keiner auf die Idee zu sagen, England hat die Atomwaffe, warum haben wir Deutschland keine? Aber für Israel, Iran wird voller Inbrunst so argumentiert. Wenn Israel das hat, dann muss es Iran auch zugestanden werden. Und das ist erstmal für mich, hängt sehr stark zusammen mit dem Bezug, den man dann zu Israel und Iran hat, wo man sozusagen bei Iran weiß, sie können auch ungemütlich werden, wenn man ihnen nicht lieber schätzt. Das heißt also, das ist für mich eine wichtige Argumentationsschiene, dass es tatsächlich so ist, dass es diese Ungleichheit gibt, aber dass sie dazu beiträgt, den Weltfrieden zumindest zu stabilisieren, während die iranische Bombe den Weltfrieden nicht stabilisiert, sondern wahnsinnig gefährdet. Und natürlich war die israelische nukleare Ausstattung, die ja nicht betont wird, mit der keine Politik gemacht wird, die im Hintergrund existiert, auch ein wahnsinnig stabilisierender Faktor für den Nahen Osten in den letzten 30 Jahren, wo einfach dann nicht mehr Israel überfallen worden ist, sondern man sich mit der Existenz Israels mehr oder weniger arrangiert hat. Und ein zweiter Punkt ist, die ganze Diskussion des Vergleichs Israel-Iran lenkt ab von dem Problem. Es ist nicht so, dass der UN-Sicherheitsrat 2006 Resolution macht wegen der Gefährdung des Weltfriedens wegen Israel, sondern der Sicherheitsrat macht Resolution wegen der Gefährdung des Weltfriedens durch das Atomprogramm Irans, weil der Atomwaffensperrvertrag verletzt worden ist und weil bestimmte Kontrollmöglichkeiten nicht mehr durchgeführt werden können. Das heißt, man muss sich auch wirklich distanzieren von dieser Haltung, ganz formell, es geht nur um die Technik des Atoms und dann hat Israel das und Iran hat das und so weiter und so fort. Man muss den sozialen Kontext aufzeigen. Iran ist das Land, das Terror exportiert. Iran ist das einzige Land in der Welt, das sozusagen den Antisemitismus, die Holocaust-Leugnung zur Regierungsdoktrin erklärt. Es ist das einzige Land, das tatsächlich diese Instabilität in der Region auslösen wird. Und deswegen kann man mich nicht sozusagen darauf einlassen. Das ist wirklich eine Sache, die erst durch das Interview mit Ahmadinejad gekommen ist. Dass man überhaupt sozusagen diesen Vergleich so massiv aufstellt und sagt, das ist doch ungerecht, dass die Iraner das nicht machen dürfen. Unter Ausblendung des Regimes, des innenpolitischen Regimes und des außenpolitischen Terrors. Und das ist, deswegen meine ich, dass man da. Aber nochmal, was Sie sagten. Ich fand sehr schön Ihr Begriff, diese aktive Ignoranz. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Das heißt, also ich strenge mich an, zu ignorieren. Und das ist ein sehr guter Begriff und natürlich haben viele Firmen auch diese Art von aktiver Ignoranz verwendet. Sie wussten zwar irgendwo, was da läuft, haben aber dann daraufhin besonders darauf geachtet, dass ihre Geschäfte mit Iran nicht so bekannt werden. Aber insgesamt verzeichnet meine Analyse das Ergebnis, dass es nicht so sehr die Firmen sind,
Also zum Beispiel ist es ja so, dass der Exportanteil Irans im Gesamtexport deutscher Firmen bei im Moment vielleicht 0,2% liegt, aber auf dem Höhepunkt der Exportgeschäfte nach Iran war es 0,4%. Also das heißt, es ist für die deutsche Wirtschaft ein Klacks. Man kann ja den Verlust des Exportmarktes Iran ohne weiteres also verkraften. Und es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das ist, glaube ich, das ist nicht so in der Öffentlichkeit wirklich umgekommen, diese Enthüllung aus dem Handelsblatt. Es gab eine Politik der Amerikaner, die wollten Indien dazu bringen, dass Indien nicht mehr das Geld für Öleinnahmen einfach so an Teheran überweist und Teheran kann damit machen, was es will und Atommaterial kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, die Amerikaner haben sich bei Indien dafür eingesetzt, dass Indien nicht mehr Geld zahlt an Iran direkt. Was ist jetzt passiert? Es gab in Hamburg eine, oder gibt es immer noch, eine Bank in iranischer Hand. 100% iranischer Besitz, aber nach deutschem Aktiengesetz genehmigt und beaufsichtigt. Es gab jetzt den Tipp der Iraner zu sagen, liebe Leute, liebe Inder, bezahlt doch einfach über die Hamburger Bank. Dann könnt ihr einfach über den Umweg über Deutschland weiterhin Geld in Teheran überweisen. Das ist doch mal ganz schön. Daraufhin hat die indische Zentralbank erklärt, das machen wir nicht. Warum nicht? Weil diese iranische Bank in Hamburg sanktioniert wird von den Amerikanern. Das war interessant. Die Amerikaner sagen, die ist für das Atombombenprogramm. Wir haben Sanktionen gegen sie. Die Deutschen haben gesagt, nein, die ist okay. Die kann man sozusagen weiterlaufen lassen. Weil die Amerikaner aber sagten, das ist ein Teil des Atomwaffenprogramms, haben die Inder sich geweigert, ihre Gelder über diese Hamburger Bank laufen zu lassen. Jetzt kam wer ins Spiel? Die Bundesregierung. Und das ist wirklich bemerkenswert. Jetzt hat die Bundesregierung gesagt, ach, das ist doch interessant, über die iranische Bank in Hamburg das laufen zu lassen, wäre doch gar nicht schlecht. Liebe Leute in Indien, macht das doch so, zahlt doch euer Geld an die Bundesbank. Denn die ist von den Amerikanern nicht sanktioniert. Und dann kann die Bundesbank das Geld weiterleiten an die iranische Bank in Hamburg und dann kann es von der iranischen Bank nach Teheran gehen. Das war eine Politik der Bundesregierung, die sich dafür eingesetzt hatte, dass jetzt diese IBank, dass die Bundesbank sozusagen instrumentalisiert wird für einen Deal, der dafür sorgen sollte, dass die Amerikaner mit ihrem Ziel, Geld aus Teheran fernzuhalten, nicht durchkommen. Und ich zitiere die Aussagen der Bundesbank, nachdem das alles aufgeflogen war, wie sie sich bitter beschweren, dass die Bundesregierung die Bundesbank instrumentalisiert hat, für diese iranische Staatsbank in Hamburg einzutreten und dass ihnen das zu viel wird und dass sie da keine Lust mehr drauf haben. Also wo die Bundesbanker das Wirtschaftsministerium massiv dafür kritisieren, diese Art von Deal in die Wege geleitet zu haben. Was ich damit sagen will, ist, es ist nicht unbedingt die Wirtschaft. Da gibt es sicherlich auch die größten Schurken und die größten Profiteure, die man verachten muss dafür. Sondern es ist eine Wirtschaftspolitik, die in Berlin verantwortet wird, die dafür sorgt zum Beispiel, dass die ganz einfache gesetzliche Maßnahme, dass jede Firma, die in Iran irgendwas macht, das offenlegen muss in Deutschland. Das könnte man im Bundestag beschließen, sofort. Da würden sich schon alleine 60% der Betriebe abmelden, wenn sie das machen müssten, weil die das peinlich wäre. Diese Art von Gesetz wird in der Politik nicht vorangetrieben und deswegen meine ich, dass man der Politik da noch stärker für verantwortlich machen muss, als das in der Regel in Deutschland geschieht. Okay. Ja. Okay. Vielen Dank. Matthias, ich habe jetzt 5 Wortmeldungen vorliegen. Ich würde sagen, wir sammeln dann erstmal nochmal 2 oder 3 Fragen hier vorne. Und ob sich Israel der Unterstützung der USA irgendwie sicher sein kann. Der aktuelle Präsident scheint ja da nicht so entschieden zu sein, zumindest nicht die Drohungen, die in den Irak wiederholt sind, Vorgänge gemacht hat. Und eine zweite Frage, wenn ich darf, bezieht sich auf den Militärschlag selbst. Ist es nicht
nicht naiv zu glauben, dass Israel nur die Atomanlagen angreifen müsste. Würde nicht ein Militärstaat gegen die iranischen Anlagen auch bedeuten, das Ausschalten der Vergeltungsmöglichkeiten, also die Raketenarsenale der Hisbollah im Libanon anzugreifen und die konventionellen militärischen Möglichkeiten des Irans, um eben einen Gegenschlag zu vermeiden oder dann die Möglichkeiten zu nehmen? Also bei der letzten Frage. Achso, schön. Matthias, also vorab, toller Vortrag, ich hoffe, dass die Aufzeichnung gut geklappt hat, dass viele das dann anklicken können auch und dass ihr es auch weiterleitet und das Buch natürlich lesen. Zu dem Gedanken nochmal, der Status quo, das Kleber-Interview und dann auch Grass, die aufgebracht haben, dass Israel die Atombombe hat, was ja nie offiziell bestätigt wurde und was meiner Meinung nach auch für die besondere Situation Israels fünfmal angegriffen worden von Nachbarn. Wichtig. Wenn also durch diese ganze Diskussion und durch den Iran womöglich vorangetrieben, letztlich die internationale Gemeinschaft sagt, okay, vielleicht darf Iran nicht und Israel muss dann auch entwaffnen. Wenn das Ziel wäre, dass Israel aber teilweise entwaffnet würde, glaube ich, das würde wirklich destabilisieren und dann hätte im Grunde aber auch Nijad erreicht, was er wollte, zum Teil. Das ist noch ein Gedanke, der gar nicht richtig rauskommt. Liebe Dr. Matthias, vielen Dank für deine Autorenzeichnung, deinen Vortrag, den du insbesondere auch für Motivierung der iranischen Opposition. Danke. In Iran sagt man, agar sulh mikhahi, jang mikhahi. Sagt, wenn du Frieden willst, wünsche dir Krieg. Die Situation, warum ich das frage, die Lösung der Atombombenprojekte des islamistischen Iran ist schon klar, ist in der Hand von der iranischen Bevölkerung und zur Abschaffung des iranischen Regimes. Iranische Bevölkerung ist vor zwei Jahren auf die Straße gekommen und Deutschland, Europa, Amerika haben sich zufrieden gegeben mit einem Islamist wie Hussein Mousavi und eigentlich die Hilfe ist sehr, sehr kurz gekommen. Ich möchte deine Meinung fragen, wie ist es die Einschätzung, also deshalb frage ich, weil ich davon überzeugt bin, Politik, Wirtschaftsbeziehungen, Dialogspolitik mit dem iranischen Regime, ein Teil und Struktur des islamischen Regimes im Iran geworden ist. Es ist untrennbarer Teil jetzt. Iranische Opposition, also jede Kolumne eigentlich, abgesehen von dem Inneren des Systems, will dieses Regime umstürzen. Diese Epismenpolitik ist die wichtigste Hindernis momentan. Wie kann diesen Krieg, also einfach Freiheitskrieg gegen das islamische Regime, was auch dieses Regime hier ausgeführt und geführt hat seit 33 Jahren, wie können wir diese Epistelpolitik auf dem Wege unseres Krieges gegen das Regime, gegen das atomare Regime, einfach, wie kann Europa, Amerika, USA uns helfen? Welche Möglichkeiten gibt es? Oder bei der Doktorin ist es so, wenn wir Krieg führen, also wenn wir Krieg führen, wenn wir von außen operieren gegen das Regime, besteht eine Umschlussgefahr des islamischen Regimes im Iran. Also ist es dieser Kalkul? Bei der Iran-Politik der westlichen Länder schon berücksichtigt oder nicht? Wie schätzt du ein die Situation? Wie wollen wir Krieg führen können, das islamische Regime im Iran? Wir brauchen die Hilfe, auch logistische Hilfe vom Westen, um Umschluss des Regimes.
Ist das ein Kalkul, das Westen deshalb ausgestellt, weil es nennt, dass wir das islamische Regime in der Grundstufe? Ja. Dann würde ich jetzt mal kurz darauf eingehen. Es ist ja schon so, dass es betrifft auch die Frage der Rolle der USA, also was gerade gesagt worden ist. Es gibt da wirklich wichtige Differenzen zwischen den USA und Israel. Es gibt auf der einen Seite viel Übereinstimmung und Obama hat also sehr viel Verständnis signalisiert, dass Israel handlungsfähig bleiben möchte. Und Obama wurde im März dieses Jahres gefragt, was das amerikanische Volk machen würde, wenn Israel so einen Militärstaat ausführt. Und er hat dann, also die Israelis gerade sehr ermuntert mit seiner Antwort, indem er sagte, die amerikanische Bevölkerung wird sich sicherlich hinter Israel stellen, sinngemäß. Ich habe das in meinem Buch zitiert im Detail. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo sich die amerikanische Politik sehr unterscheidet von der europäischen Politik. Das ist sehr traditionell in den USA aufgrund der gemeinsamen Werte und weil einfach auch die Geschichte des Antisemitismus in Europa eine Rolle spielt, in der Ableitung in Israel viel stärker eine Rolle spielt als bei den Amerikanern. Auf der anderen Seite gibt es Differenzen, zum Beispiel werden die roten Linien anders definiert. Für die Amerikaner heißt es, wenn Khamenei befiehlt, die Bomben zu bauen, dann ist der Zeitpunkt, dass man eingreifen muss. Und Obama hat gesagt, er will nicht die Bombe zulassen, er würde dann eingreifen und das wird allgemein als glaubwürdig eingeschätzt. Aber erst dann, wenn wirklich der Beschluss kommt von Khamenei. Während die Israelis sagen, für uns ist die rote Linie erreicht, wenn Iran die freie Wahl hat, jederzeit die Bombe einzusetzen. Oder die Bombe zu bauen, sozusagen von den Gerätschaften, die da stehen, den Beschluss herbeizuführen, dass jetzt auch die Bombe gebaut wird. Das heißt, da gibt es verschiedene Definitionen von roten Linien und die für die einen darf eben Iran eine virtuelle Atommacht sein. Das heißt, sie haben im Prinzip alle Möglichkeiten, aber noch nicht den Entschluss gefasst, wirklich Atommacht zu werden. Und für die anderen darf Iran auch keine virtuelle Atommacht sein, mit der völligen Freiheit der Entscheidung, jetzt zur Atombombe greifen zu können. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und es gibt noch andere Differenzen, aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wo sich einfach die Einschätzungen sehr stark unterscheiden. Die Amerikaner, Obama hatte genau diese Appeasement-Politik am Anfang sehr stark verfolgt. Das ist ja bekannt, als dieser Aufstand diese 3 Millionen in Teheran demonstriert hatten gegen den Wahlbetrug im Juni 2009. Da hatte Obama sehr einseitig gesetzt auf den Kontakt mit Khamenei, dem Revolutionsführer, und er hat wirklich die demokratische Bevölkerung verraten. Also das war wahrscheinlich, das wird man in den Geschichtsbüchern später wahrscheinlich nachlesen. Das ist sein größter Fehler war in der Situation nicht anders sich verhalten zu haben. Und die Frage ist ja, die Frage war nach dem Appeasement. Und wie kann man sozusagen dazu beitragen, dass das Appeasement verschwindet oder dass das nicht mehr eine Rolle spielt? Und da ist in der Tat das Einzige, was im Moment dazu beiträgt, der Kriegsdruck, den die Israelis erzeugen. Man hat es sehr genau erlebt in den Verhandlungen in den letzten Tagen. Iran fühlte sich unheimlich stark in Moskau. Heute habe ich einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung über diese Verhandlungen in Moskau und da heißt es, diese eine Stelle muss ich vorlesen, ein Sprecher von Irans Delegation lancierte am Dienstag schließlich, Jalili habe die 5 Supermächte plus 1 vor die Wahl gestellt, die Kernforderungen Irans nach Anerkennung seines Rechts auf Anreicherung von Uran und einer Aufhebung der Sanktionen zu akzeptieren oder die Gespräche abzubrechen. So hat der Iran agiert. Das heißt, sie haben die Bedingungen gestellt. Und, wie heißt es hier weiter? Ein völliges Scheitern der Gespräche hätte die Spannungen im Nahen Osten wohl weiter verschärft. Und das heißt, dass die interessiert, die Amerikaner und die Russen waren, zumindest nach außen den Eindruck zu erwecken, als würden Gespräche weitergehen. Und das ist etwas, was bemerkenswert ist im Moment.
Ich habe das auch an anderer Stelle darlegen können, dass also praktisch der Schein, als würde man also jetzt Verhandlungen weiterführen, dass dieser Schein aufrechterhalten werden muss. Ich zitiere den Außenminister Luxemburgs, der sagt, egal, auch wenn es um gar nichts geht, wir müssen so tun, als würden wir weiter verhandeln. Warum? Damit es Israel ganz schwer gemacht wird, gegen diesen politischen Druck zu einer militärischen Maßnahme zu greifen. Und da sieht man dieses Tauziehen sozusagen. Jetzt hat Iran sich in einer Weise verhalten, die es wirklich sehr schwer macht, das noch glaubwürdig zu finden, dass wirklich noch Verhandlungen stattfinden. Ja, das war von vornherein eine Farce. Und im Grunde genommen ist das, was sich da im Moment in Moskau, in Bagdad, in Istanbul abgespielt hat, ein Versuch gewesen, der sich nicht gerichtet hat gegen Iran, sondern mehr gegen die Möglichkeit, dass Israel vielleicht militärisch aktiv wird. Und deswegen wurde auch gesagt von einem Vertreter der Delegation, vielleicht könnte sich Iran auch so frech verhalten in Moskau mit dieser PowerPoint-Geschichte und so, weil in der letzten Zeit Israel sich sehr zurückgehalten hat mit solchen Drohungen. Das heißt, im Moment ist das tatsächlich so, dass der Westen, jetzt meine ich nicht nur Israel, ich meine auch die USA, zu wenig Entschlossenheit zeigt, diesen Ansatz, wir wollen das iranische Atomwaffenprogramm verhindern, glaubwürdig zu vertreten. Man gibt immer wieder den Iranern die Illusion oder zu verstehen, dass man sich vielleicht doch irgendwie damit arrangieren könnte. Und das wäre besser, das wäre einfacher, das wäre sehr klug, wenn sozusagen da der Westen auch die deutsche Politik klar machen würde, dass dieses Atomwaffenprogramm verhindert werden muss, notfalls mit Gewalt. Dann würde man diese Appeasement-Frage besser wieder aus dem Raum bekommen. Es wurde gefragt, muss Israel nicht viel mehr ausschalten als jetzt nur die Atomanlagen? Auf jeden Fall geht es nicht um Schläge Richtung Hezbollah oder Richtung Libanon oder so, sondern da hatte das israelische Militär eigentlich schon sogar einkalkuliert, mit wie vielen Opfern man rechnen müsste, falls es von Hezbollah und vom Gazastreifen aus eine Vergeltungsaktion gäbe. Und Israel ist dabei, sich Waffensysteme zuzulegen, die angeblich in der Lage sind, Raketen, die nach Israel geschossen werden, abzufangen. Und zumindest zum Teil sozusagen zu eliminieren, bevor die Raketen in Israel landen. Also das geht mehr in diese Richtung. Was man jetzt in Iran eventuell an Flugabwehr, Raketen und so weiter und so fort ausschalten würde im Voraus, da kann man nur drüber fantasieren. Da weiß ich natürlich nicht. Ja, es kann schon sein, dass man mehr da machen muss, als dass nur die Atomanlagen treffen. Und ich will noch mal sagen, das war so ein etwas merkwürdiger Satz, wer fliegen will, wünscht sich Krieg oder so. Ich finde Krieg scheußlich. Es ist eigentlich die schlimmste Situation. Es ist eine Schande, dass die Staatengemeinschaft nicht durch diese entschiedene Sanktionspolitik diese nukleare Bewaffnung Irans auch angeweise Herr Kunze, darf ich das sagen? Ich denke, ich persönlich muss auch der große Teil der iranischen Position. Wir denken, das sind 5+1. Wir wollen Deutschland nur. Deshalb Deutschland dabei ist, weil sie als fünfte Gruppe des iranischen Islamischen Republik Iran agiert. Das heißt, Deutschland von Anfang an, bei diesen Gesprächen, die vor paar Jahren angefangen haben, nur die Rolle hat, die Iran zu unterstützen und dann immer diesen Programm weiterzuteilen. Das ist nichts anderes. Also Deutschland ist sozusagen Ergänzung zu China und Russland und nicht weiter. Deshalb wird Deutschland aussteigen. Sehr gut. Ja. Es ist sehr interessant, was Sie sagen. Ich habe das noch nicht unter dem Aspekt betrachtet. Das nehme ich mit. Aber es gibt zwei Besonderheiten der deutschen Rolle im Rahmen 5+1. Die erste Besonderheit ist, Deutschland ist die einzige Nicht-Atomwaffenmacht. Das heißt, Atomwaffenmächte haben das Interesse, andere Atomwaffenmächte zu verhindern. Immer. Während die Nicht-Atomwaffenmacht immer das Interesse hat, mit ihrem eigenen zivilen Nuklearprogramm so weit zu gehen wie möglich, den Atomwaffensperrvertrag möglichst extensiv auszulegen. Und es gab Differenzen zwischen den Amerikanern und den Deutschen in der Frage des hoch angereicherten Urans.
bei dem Reaktor, bei dem Versuchsreaktor in München. Wie heißt das? Parschen. Garschen, genau, Garschen, diese Anlage. Da standen die Amerikaner sozusagen im Auswärtigen Amt und sagten, hier, da ist 60% Anreicherung, was soll das? Das widerspricht unseren Non-Proliferationsvorstellungen. Das heißt, da gibt es eine besondere Rolle und ein besonderes Verständnis sozusagen für Staaten, die auch so weit wie möglich im Rahmen des Atomwaffensperrvertrages ausreizen wollen, was geht. Das ist in der Tat bei Deutschland besonders. Und zweitens, es gibt kein anderes Land, das diese Verwurzelung, diese Verankerung in Iran hat. Also deswegen sagt Ahmadinejad in seinem Interview, das ich jetzt zitiere, wie er die Deutschen liebt. Das hat er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erneut gesagt, ich liebe die deutsche Regierung. Das sagt er nicht zur chinesischen Regierung, das sagt er nicht zur russischen Regierung. Es gibt seit 80 Jahren eine ganz besondere Industriekooperation zwischen Iran und Deutschland, seit den 20er Jahren, also seit 90 Jahren schon. Und es gibt also kein anderes Land, das so viel Hightech-Produkte nach Iran schafft für Deutschland. Und die deutschen Produkte sind dort beliebt, viel beliebter als chinesische oder russische Produkte. Das heißt, das ist auch eine Besonderheit im Rahmen der 5+1, die Deutschland erzielt. Und das Interessante ist doch, haben Sie schon mal den Namen Helga Schmidt gehört? Helga Schmidt? Ja, wahrscheinlich nicht. Helga Schmidt, das ist eine Frau, die Stellvertreterin ist von der Catherine Ashton, von der außenpolitischen Verantwortlichen der Europäischen Union. Sie ist eine der Leiterinnen dort im europäischen Apparat und sie führt die Verhandlungen mit dem Iran. Sie war vorher Büroleiterin bei Joschka Fischer und hat jetzt die Funktion, und sie hatte jetzt immer die ganze Zeit vor den Gesprächen in Istanbul und vor den Gesprächen in Bagdad und jetzt in Moskau die Vorverhandlungen geführt. Und sie soll auch bei den künftigen technischen Gesprächen, die irgendwie weitergehen sollen, weiterhin mit ihrem iranischen Kontrapart die Gespräche führen. Ich habe jetzt nichts gegen diese Frau. Was ich sagen will ist, auf der einen Seite hat Deutschland eine weltpolitisch riesige Rolle in diesem 5+1, was das Auswärtige Amt dort entscheidet, betrifft die Situation der Welt. Auf der anderen Seite ist in Deutschland keine öffentliche Diskussion über das, was eigentlich da an Politik passiert. Es gibt im Bundestag darüber keine Diskussion, es gibt in der Öffentlichkeit darüber keine Diskussion, dass dieser Helga Schmidt diese Rolle spielt als Deutsche und Vertraute von Angela Merkel und von Joschka Fischer, das weiß in Deutschland gar niemand. Anstatt dass jetzt ein langes Interview mit ihr mal in der Zeit geführt wird oder was nicht. Es ist einfach unbekannt, die Öffentlichkeit ist ausgeklammert in diesen Fragen, die aber wirklich die Öffentlichkeit betreffen, und nicht nur die deutsche Öffentlichkeit. Und das ist für mich auch einer der großen Rätsel, wie das möglich ist, dass hier so eine wichtige politische Rolle gespielt wird. Und Sie sagen, fünfte Kolonne, das muss man sich erstmal genauer durch den Kopf gehen lassen, was das bedeuten würde. Und das muss man natürlich überprüfen. Und dafür muss eine öffentliche Diskussion stattfinden. Aber noch auf viel größerem Maßstab öffentlichen Hörsaal, wie das Schöne auch ist. Matthias, vielen Dank. Ich habe jetzt noch, also wir haben jetzt eigentlich zwar zeitlich etwas überschritten. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Vielleicht können wir eine ganz kurze Abschlussrunde noch machen und danach dann nochmal die restlichen Fragen klären können bei meinem Cheese. Ja. Kurze Fragen bitte und kurze Antwort. Ja, ganz kurz, Matthias, auch nochmal zur deutschen Rolle. Du hast schon angedeutet, die Differenz von den deutschen Interessen bezüglich so überhaupt so etwas wie einem Atomprogramm und einem Atomenergie. Und mich hat ein Freund neulich darauf aufmerksam gemacht, dass es in der FAZ interessanterweise neulich einen Artikel gab, der genau diese deutsche Argumentation durch die Geschichte durch die Vergangenheit verfolgt hat. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, aber du hast ja auch selber ausführlich beschäftigt. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen. Zweite Frage. Du meinst mit dem Atomprogramm, mit dem Atomwaffensperrvertrag. Atomwaffensperrvertrag, deutsche Argumentation dazu, im Gegensatz zu den westlichen Ländern. Und das zweite ist die Frage, also man kann ja durchaus, es gibt ja noch eine Differenz im Agieren von sogenannter Zivilgesellschaft einerseits und Regierung andererseits. Die Regierung pummelt natürlich mit dem iranischen Regime, aber sie posaunt es nicht stolz heraus unbedingt an jeder Ecke.
Und während dieser Bezug zum islamischen Regime in der Öffentlichkeit einen ganz anderen hat. Also da werden Ressentiments ventiliert und so weiter. Mich würde jetzt interessieren, ob du noch ein paar Worte dazu sagen kannst, was eigentlich die politischen Stiftungen da drin für eine Rolle spielen, die ja bis auf wenige Ausnahmen alle auf Pro-Regime geeicht sind, aber eben in einer anderen Extremität in die Öffentlichkeit gehen damit und dafür auch Propaganda machen, als es zum Beispiel die Bundesregierung tut. Also was das eigentlich für eine Scharnierrolle ist. Also bestes Beispiel ist ja jetzt dieses Lüders-Buch, also wenn ich den Rezensionen glauben darf, ein wirklich, ja muss man sagen, antisemitisches Hasspamphlet gegen Israel und für das iranische Regime. Und so jemand fliegt aber dann nicht raus aus seinem Kontext, aus seinem Job. Der wird auch morgen bestimmt noch eingeladen als Experte. Genau wie die ganzen anderen sogenannten Sicherheitsexperten. Also was ist das für eine Rolle? Die gehören einerseits zum politischen Establishment, können aber ganz andere Sachen ventilieren, als das die Bundesregierung tut. Ja, vielen Dank. Eine Frage war noch von Ulrike. Vielleicht können wir die beiden zusammenfassen und eine kurze Antwort. Ja, das ist auch nur eine kurze Anmerkung. Vielen Dank für den anregenden Vortrag, Matthias. Ich habe eine kleine Frage bzw. einen kleinen Punkt, wo ich nicht ganz übereinstimme. Du hattest gesagt, die Wirtschaft ist vielleicht gar nicht so wichtig oder die Wirtschaftsinteressen in Deutschland könnte darauf ganz einfach verzichten. Und das glaube ich nicht. Erstens ist Deutschland, okay gut, natürlich sind die Exporte insgesamt im Vergleich zu Exporten in allen Ländern gering. Aber was ich eben auch sehr gut finde in dem Buch, da beschreibst du ja auch die Umgehungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel, dass 11 Milliarden im Jahr 2008 nach Dubai exportiert wurden und davon gingen womöglich 70-80% auch in den Iran. Und es gibt auch noch andere Länder, wo man das gar nicht so genau verfolgen kann, also wie zum Beispiel Russland, Malaysia und so weiter. Ich glaube nicht, dass man diese Trennung, also ich habe das jetzt auch gerade privaten Gesprächen jetzt öfter gehört, dass die Wirtschaftsunternehmen gar nicht so verantwortlich gemacht werden können. Also ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen muss. Das sind ja auch nicht nur einzelne Firmen, sondern die organisieren sich ja auch in Verbänden. Also was du auch sehr gut beschreibst, und das finde ich auch sehr wichtig, das Thema die Handelskammern und speziell die Auslandshandelskammern in Dubai und auch im Iran. Das sind ja auch Wirtschaftsverbände, die sich organisieren und die dann Druck auf die Bundesregierung machen, was man ja noch viel weniger nachvollziehen kann in der Öffentlichkeit als jetzt das Handeln der Bundesregierung und Helga Schmitz, was man ja rein theoretisch rausfinden könnte. Aber was da sozusagen an Druck von Wirtschaftsverbänden auf die Bundesregierung läuft, das kriegen wir ja nicht mit, also jedenfalls nicht jetzt, sondern auch erst in 30 Jahren, wenn die Archive geöffnet sind. Und ich glaube, dass das ein sehr starker Druck ist und dass das wirtschaftliche Interesse viel größer ist, als dass die 3 Milliarden Euro, die jetzt im Moment noch an den Iran exportiert werden, direkt als das vermuten lässt. Also es muss viel mehr sein, weil das Wirtschaftsministerium handelt natürlich in Absprache mit Verbänden und einzelnen Firmen und so weiter. Und ich glaube einfach, dass es insgesamt in Deutschland, besonders in der Linken, so ein Bild gibt, dass das einfach falsch ist, als ob sozusagen die Unternehmen so und die Regierung so völlig voneinander getrennt agieren. Das tun sie natürlich nicht. Und ich glaube, dass man dieses wirtschaftliche Interesse einfach nicht unterschätzen sollte. Das heißt nicht, natürlich finde ich es richtig, Kritik auf die Bundesregierung zu lenken und so weiter und auch die ideologischen Aspekte dabei zu sehen. Und trotzdem glaube ich eben, es sind nicht nur diese 3 Milliarden, sondern es sind viel mehr, mal abgesehen davon, was die Firmen jetzt Vielen Dank. Ja, ich danke auch für die guten Fragen. Ich will mal mit dem Beitrag von Ulrike Becker anfangen. Dieser Mullah, der den jungen Shahin Ashrafi mit der Fatwa belegt hat, ist 92 Jahre alt. Sein Opfer ist 62 Jahre jünger als er. Und die Wirtschaftsverbände, die auf diese Kontinuität von Wirtschaftsbeziehungen setzen, hoffen, dass dieses Regime, ich sage jetzt mal der 93 Jahre alte Mullahs, lange noch Bestand hat. Das ist eine Kalkulation, die kann man auch bestreiten.
Das heißt, also es gab zum Beispiel eine Boykottkampagne gegen Siemens Nokia, weil ganz klar war, dass diese Geräte von Siemens eingesetzt werden für die Überwachung der Organisation. Und ich finde das zumindest vom unternehmerischen Standpunkt ziemlich waghalsig, auf den Bestand dieses Regimes zu setzen und dafür sozusagen darauf zu wetten, indem man da die materiellen Beziehungen so stark betont. Das ist, also da bin ich ein bisschen, diese Außenhandelskammern, die du erwähnt hattest, natürlich 30% der Gelder für die Kammern kommen aus der Bundesregierung. Das heißt, wenn die Bundesregierung wollte, wäre die deutsche iranische Industrie- und Handelskammer ein Thema in größten Schwierigkeiten. Also es gibt da zumindest verschiedene Signale. Und natürlich, es geht dann, wenn es Wirtschaftsverbände gibt, die jetzt massiv, also auch im Hintergrund, diese deutsch-iranische Achse forcieren. Das gibt es auch, das will ich gar nicht beschreiben. Dann geht es hier nicht um das reine Exportgeschäft, dann geht es denen darum, um die Rohstoffe Irans auf lange Sicht, dann geht es denen darum, dass sie glauben, Iran wird ein Kontrahent der USA, dann geht es um strategische Planungen mit einem sozusagen mächtig gewordenen Iran, durch die Atomwaffe mächtig gewordenen Iran, eine bessere Stellung zu haben gegenüber den Amerikanern auf dem Weltmarkt und so weiter und so fort. Da geht es dann mehr um Fragen, die sozusagen über das rein unmittelbare Exportgeschäfte machen, ja oder nein, also weit hinaus, glaube ich. Und das ist aber die Position, die meines Erachtens auch von diesen Vertretern der Stiftung Wissenschaft und Politik oder der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vertreten wird, die in den letzten Jahren und Monaten eigentlich immer dafür plädiert haben, die Bombe zu akzeptieren und das Verhältnis zum Iran zu verbessern. Man müsste dafür sorgen, heißt es in einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik von Januar dieses Jahres, man müsste dafür sorgen, dass die Sanktionen abgebaut werden und man mit dem Iran also sozusagen freundlicher ins Gespräch kommt. Ich zitiere diese Aussagen in meinem Buch. Was haben diese Leute im Kopf? Ich befürchte, dass sie glauben, sie könnten den Islamismus des Irans so ausnutzen, wie früher mal die Amerikaner glaubten, sie können den Islamismus von Osama bin Laden gegen die Russen in Afghanistan ausnutzen. Das heißt, dass geglaubt wird, ein Zweckbündnis mit diesen Islamisten könnte weltpolitisch der deutschen Rolle zum Vorteil erreichen. Und ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass die Islamisten ihre eigene Agenda haben und sich gerne bedienen der Hilfe aus Deutschland. Aber sobald es dann um die wirklich zentralen Fragen geht, nämlich Welt der Arroganz versus Welt der Scharia, natürlich auf ihrer Ideologie bestehen werden. Und auch mit so einer sozusagen Zukunftsperspektive, so in dieser Utopie gedacht, sich diese deutschen Ideologen ganz böse in die eigenen Finger schneiden. Aber das Problem ist in der Tat, Andreas Bede hatte das gerade gesagt, dass die Regierung mit dem Iran fummelt, das ist ganz natürlich. Ich finde das überhaupt nicht natürlich. Das war vielleicht mal so eine Redewendung. Und die Öffentlichkeit steht ja anders. Das stimmt ja, dass die Öffentlichkeit eine andere Haltung hat als die Bundesregierung. Aber ich finde das sehr absurd und sehr, sehr schwer. Mein anderes Buch über die Deutschen und der Iran versucht das also auf 300 Seiten zu das Rätsel zu lösen, warum die deutsche Politik diese Iran-Sympathie so massiv verfolgt. Und ich komme da eigentlich dann auch nur zu dem Schluss, dass man auch in eingefahrenen Bahnen die Traditionsverbindungen aufrechterhalten möchte. Aber das ist im Grunde genommen dazu führt, dass man nicht nur mit dem Westen zunehmend einen Bruch organisiert, sondern natürlich auch mit der eigene Politik der Vergangenheitsbewältigung und so weiter und so fort. Also viele, viele Widersprüche sich dafür einkaufen. Und deswegen glaube ich, dass man da diese Art von politischer Gegenwehr und Veranstaltungen mit dieser Art machen muss. Der Michael Lüders, ich habe das Buch mitgebracht. Das ist in der Tat ein wichtiges Buch. Das erschien kurz nach der Krass-Aufregung. Und es ist ein Buch, wo ich ganz offen. Und ich weiß, was ich jetzt sage, wenn ich das ausspreche, sagen muss, Michael Lüders lügt. Das hat Gewicht, so ein Wort.
Und ich meine nicht, dass wir verschiedene Meinungen haben. Es geht, er darf seine Meinung haben, ich darf meine Meinung haben. Das ist nicht das Problem. Und wir haben früher auch auf dem Podium gemeinsam gesessen, kurz nach dem 11. September. Und das ist also, darum geht es mir nicht, wenn er sagt, Ahmadinejads Haltung zu Israel ist missverständlich. Ich bin der anderer Auffassung. Er sagt, die Amerikaner wollen gar keinen Dialog mit Iran. Ich bin der anderer Auffassung. Das sind Meinungsunterschiede. Nein, mir geht es um Tatsachenbehauptung. Lüders bringt hier eine Tatsachenbehauptung nach der anderen. Er verzichtet völlig auf Fußnoten, das ist klar. Aber ich kenne den Hintergrund, ich kenne die Situation. Er behauptet zum Beispiel, der iranische Präsident Khatami hätte sich an die Amerikaner gewandt, mit der Bitte um einen großen Deal der Entspannung und hätte dabei auch die Zwei-Staaten-Lösung für Palästina befürwortet. Das wird hier behauptet, ich kann Ihnen jetzt die Seite vorlesen, in der er das schreibt. Es stimmt nicht. Es ist einfach Unsinn. Es gibt nicht so einen Brief von Khatami, es gibt niemals von Khatami die Erklärung Zwei-Staaten-Lösung in Palästina akzeptieren. Es ist einfach verkehrt. Oder er behauptet, im Januar 2006 hätten die Russen und die Iraner sich darauf geeinigt, die gesamte Urananreicherung nach Russland zu verbringen und dort zu betreiben. Die Amerikaner wären dagegen gewesen. Ich habe die ganzen Stapel Zeitungsartikel vom Januar 2006 zu Hause gelegt. Ich habe mir nochmal nachgeguckt. Es ist völliger Unsinn. Iraner haben niemals akzeptiert, dass man sozusagen ihnen die Urananreicherung aus dem Land wegnimmt und nach Russland oder sonst wohin verlagert. Sie waren da immer dagegen. Die Amerikaner haben aber damals den Plan unterstützt, dass Russland anbietet, dass man die Uranreicherung in Russland macht anstatt in Iran. Es sind eindeutige Verfälschungen von Tatsachen, die hier Lüders verbreitet. Natürlich immer in dem Sinne, dass man sagt, die Iraner wollen das Allerbeste und die Amerikaner wollen das Allerschlimmste. Es ist eine Manipulation der Öffentlichkeit. Und ich würde mich freuen, wenn mich der Lüders verklagt, damit wir endlich mal gerichtsfest machen können, wer hier lügt. Denn ich finde das wirklich unmöglich, dass solche Menschen in den Talkshows und überall rumgereicht werden, die wirklich diese Behauptungen verbreiten können, ohne dass jemand auf die Finger guckt und das mal wirklich richtig stellt. Also das ist ein Teil der großen Probleme hier in Deutschland. Und ich möchte, Schlusswort, ne? Ist das richtig? Ich möchte abschließen mit einem kleinen Ausdruck noch aus meinem Vorwort. Falls sich Israel nun genötigt sehen sollte, das von der Weltgemeinschaft abgelehnte Atomwaffenprogramm im Alleingang und zumindest partiell zu zerstören, so wäre dies nicht deshalb eine Tragödie, weil Israel zur Selbstverteidigung greift, es wäre eine Tragödie, weil Israel sich genötigt sehe, diesen Schritt im Alleingang zu setzen. Die Tatsache, dass die Weltgemeinschaft 70 Jahre nach dem Holocaust erneut versagt, dass sie sich immer noch weigert, die Vernichtungsambition des Antisemitismus ernst zu nehmen und ihn zu bekämpfen. Das ist die Tragik unserer Zeit. Das Mindeste, was Israel angesichts dieses offenkundigen Scheiterns erwarten kann, ist Verständnis und Solidarität. Schönen Dank.